Extreme Rules 2022. 6 Matches haben wir auf dem Schirm. Ja, alle mit einer Stipulation. Also das ist schon mal gut. Ja? Hat Per gerade schon mal kurz gesagt im Vorgespräch. 6 Stipulations. Es ist ein Gimmick-Pay-Per-View. Leidet ein bisschen der Aufbau drunter. Es sind aber auch viele Rematches drauf. Das muss man sagen. Das war ja so ein Ding. Da hat der gute Triple H ja mal gesagt, ah, Rematches vielleicht eher weniger in Zukunft. Ich bin jetzt kein Feind von Rematches, Per. Aber grundsätzlich... Rematches sind okay, wenn man Storys erzählt, oder? Also wenn man sagt, warum. Und ist die Story hier einfach Gimmick? Nee, also gerade jetzt, wenn ich mal auf Rollins gegen Riddle gucke, dann hat man ja durchaus eine Storyline. Beim letzten Match wurde Riddle da von seinen Gefühlen so ein bisschen überrumpelt, hat dadurch dann ja auch das Match verloren. Deswegen finde ich da das schon richtig, dass es jetzt das Follow-up gibt und auch das Rematch in Anführungsstrichen bei Extreme Rules, wo dann eigentlich jetzt auch die Fehde gipfeln sollte und dann auch zu Ende gehen sollte. Und bei Imperium und den Brawling Brutes ist es ja auch gar nicht so richtig ein Rematch, sage ich mal. Ne? Also hat es Gunther gegen Sheamus zwar gehabt und jetzt geht die Feder halt weiter, jetzt werden die Teams aufeinandertreffen. Das ist ja auch eine Weiterführung der Storyline, würde ich mal behaupten. Reden wir auch gleich mal drüber, über die Ansetzung. Ja? Brawling Brutes, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Auch bei Riddle und Seth Rollins habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Warum, werde ich gleich erzählen. Warum ich das für nicht klug halte, was man da gerade macht. Reik, dein Eindruck generell. Ansetzung, viele Rematches, also sind schon ein paar drauf. Ja, ne? Lift, morgen Ronda, solche Sachen. Ich denke, die wollen das jetzt, weil sie nicht so richtig wussten, was sie vom letzten Pay-Per-View jetzt zu Extreme Rules noch Neues machen sollten, haben sie wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, gesagt, ach komm, wir machen nochmal Rematches, damit wir dann danach auf dem Weg zur Survivor Series komplett mit neuen Storys starten können, mit neuen Fäden, denke ich. Das ist mein Gedanke. Und da ist ja Extreme Rules ist ja für sowas geeignet, durch die Stipulations gewisse Fäden zu beenden. Plus, wir haben die Season-Premieren, ne? Also wenn man die Raw-Card für nächste Woche anschaut, das sieht schon nach ein bisschen was anderen aus, als es diese Woche oder die letzten Wochen war. Kader sich, wie gesagt, 6 Matches. Gehen wir einfach mal durch. Fangen wir vielleicht wirklich mit den Brawling Brutes an. Und ich habe gerade gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Warum habe ich Bauchschmerzen? Naja, wir haben das IC-Title-Match bei der Season-Premiere von SmackDown einen Tag davor. Und das Match, als die Ankündigung kam, übrigens auch wieder grandios aufgebaut über Twitter, ja, festgelegt, weil man das halt kann, ist ja gut und schön. Ne? Donnybrook-Match, Good Old Fashioned, das klingt aber nach Rache. Das hintet vielleicht ein Titelwechsel zu Sheamus an der Stelle? Ja. Naja, Rache ist vielleicht ein guter Punkt, aber die Match-Stipulation passt ja eher auch zu den Brawling Brutes. Also könnte es vielleicht auch eher die Rache von denen sein, dass Sheamus jetzt noch verliert. Würde ich mal so behaupten, weil wenn es eine Rache von Imperium wäre, dann hätten sie ja vielleicht auch die Stipulation gewählt. Also zumindest gibt's ja da einen ordentlichen Aufbau. Und Sheamus Walter haben wir schon gesehen bei Clash. Das war ein fantastisches Match, sind wir uns alle einig. Das Rematch ging, wie gesagt, bei SmackDown wieder um den Title. Marcel ist ja ein Verfechter, okay, das Match war grandios, musste gar nicht nochmal machen. Ich gehe da gar nicht mit. Ich würde sagen, für die Season-Premiere, yo, da kann man mal ein Main-Event draus machen. Das Match, wir haben es bei Ilja und Gunther ja auch, oder Walter, ein paar Mal gesehen. Die haben auch einige Matches beschritten und jedes war auf seine Art und Weise gut. Mike, wie findest du die Ansetzung erstmal für SmackDown und dann für Extreme Rules? Also ich sag mal, für SmackDown, es ist Saisoneröffnung bei den Amis, es ist ja am Anfang Oktober immer so im Fernsehen, das ist die neue Saison beginnt. Ich denke, das ist die einzige logische Ansetzung, die du machen kannst, weil eben Roman Reigns wahrscheinlich eben kein Match haben soll, was ja auch klar ist. Deswegen machst du ein IC-Titel-Match, weil der IC-Titel nun mal mittlerweile auch wieder einen Wert erreicht hat, den er ja jahrelang nicht hatte. Und ich gehe davon aus, dass Gunther seinen Titel hier verlieren wird. Oh, erste Prediction für SmackDown. Nicht für Extreme Rules, aber für SmackDown. Wechsel. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Also wir haben jetzt schon die Nummer gehört, ne, mit Sheamus. Ist der einzige Titel, den er noch nicht hat. Also den hat er nicht in seiner Vitrine oder seinem Schrank liegen. Das haben wir gesehen. Es war aber auch gar kein Platz, Per. Also muss er aufräumen oder muss er nicht aufräumen bei SmackDown? Nee, muss nicht aufräumen. Nee. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, dass Walter länger den IC-Title hält und länger Champion bleibt. Ich frage mich halt auch so, ne? Wenn du diesen Titelwechsel wirklich machen willst, ja, war es vielleicht nicht geplant, dass es ein Rematch gibt und das kam einfach so gut an bei Clash, dass man es halt nochmal macht? Oder war es geplant und dann hättest du diesen Titelwechsel aber auch beim Clash machen können? Das hat man nicht gemacht. Ja? Dementsprechend, da wäre der große Pop da gewesen. Interessant finde ich an dieser Ansetzung generell jetzt auch Richtung Extreme Rules, dass man es geschafft hat, organisch die Brawling Brutes von Heels zu Faces zu turnen.
ohne irgendwelche, oh, ich muss jemand retten, Eingriffe oder sonst irgendein Bullshit, den wir sonst immer sehen, das hat man echt gut hinbekommen. Wer, wie war dein Eindruck, den Brawling Brutes, die sind organisch overgegangen, ne? Shame ist sowieso durch das Match nochmal, aber auch die anderen beiden. Ja, ich denke, dass Clash at the Castle da auch schon denen in die Karten gespielt hat, ne? Dass Sheamus da halt eben Heimspiel hat und auch ordentlich abgefeiert wurde. Von daher hat das schon mal einiges gebracht. Aber ja, in den Shows wurden die wirklich auch gar nicht overgebracht. Also habe ich auch so gemerkt. Du musst also sehen, da musst du gar nicht gucken auf Sheamus und Konsorten, weil du musst eher gucken, wie gut sind Imperium, um das so wirken zu lassen, dass die ohne weiteres face-turnen können. Mhm. Das liegt auch im großen Teil, liegt das auch an der Imperium. Ja, klar, zu jedem guten Faceturn gehört auch ein guter Heal, der das overbringt. Keine Frage. Und in dem Fall eine Fraktion, ne? Oder eine Gruppierung. Mhm. Was ich noch kurz einschieben möchte, bei dieser ganzen Storyline der beiden Stables, habe ich halt immer noch im Hinterkopf, ey, irgendwann kommt ja auch noch Survivor Series und da wird es ein Wargames-Match geben. Muss man jetzt die Storyline, also weil ich sehe die beiden Teams prädestiniert dafür im Wargames-Match. Dann muss man halt die Story auch noch weiterbringen. Oder man macht ein Wargames-Match wirklich so Smackdown vs. War, könnte auch sein. Und die verbinden sich vielleicht für dieses eine Match, vereinen sich. Wer weiß, das wäre auch eine Möglichkeit. Ist natürlich ein Thema. Wir haben natürlich die Bloodline auch noch. Die Bloodline kannst du aber nicht gegen Imperium stellen. Dann hast du Heal gegen Heal-Gruppierung. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Plus bei der Bloodline sind ein paar mehr. Also ich könnte mir auch ein Triple Threat vorstellen. Also dass man alle reinstopft. Also dass man Bloodline, Imperium und die Brawling Brutes reinsteckt und dann 3 gegen 3 gegen 3 macht. Irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht mal grundsätzlich, ne, dass überhaupt bei Imperium jetzt wieder 3 sind. Das haben wir beim Clash relativ spontan gesehen. Oh, da war auf einmal der gute Vinci dabei. Der heißt jetzt nicht mehr Eichner, aber es ist er. Und das ist dann und doch haben wieder... eigentlich und haben eigentlich auch beim Clash gesagt, dass es wahrscheinlich eine einmalige Sache wird. Das war deine Prediction, Herr Flöter. Genau. Hätte ich auch gedacht für Europa, dass das Ding ist. Dann gab es ja relativ schnell dann so ein Social-Media-Video, wo dann beide waren. Auch hier übrigens möchte ich einmal herausheben, die fantastische Mikrofonarbeit, die gerade der Kaiser, ja, Marcel, da macht. Das ist wirklich gut und ich finde es auch wirklich fantastisch, dass sie ihn da in dieses Spotlight bringen. Ein bisschen gewrestelt hat er ja auch inzwischen, das ist in Ordnung. Von Vinci oder von Eichner haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen im Hauptkader. Er ist aber weiterhin, das war vorher schon auch bei NXT, er ist eher das Workhorse, er ist nicht der, der das Entertainment macht. Ne? Er ist nicht derjenige, der das Mikrofon nimmt und jetzt was raushaut. Dafür ist eher Marcel und dann Gunther oder Walter halt zuständig. Aber das passt auch rein. Also jeder hat irgendwie seine Rolle und das bringt mich dann auch so ein bisschen zu den Brawling Brutes. Ne? Da gab es nämlich einen Namen, der ist für mich eigentlich bisher immer untergegangen und das ist Rich Holland. Aber selbst den haben sie jetzt irgendwo ein bisschen Profil gegeben. Auf einmal wird er geshowcased. Ne? Auf einmal ist der, naja, im Fokus, hat eine neue Jacke und die haben es hingekriegt, den interessant zu machen und vor allem, du merkst auch, ist es dasselbe wie bei Imperium mit Eichner und mit Junior. Da ist auch, ja, bei Holland ist der Part, der das Mikro in der Hand hat und Quatsch und Butch ist er der Teil da, eben nicht so viel Quatsch, sondern er auch, wie gesagt, wie es vorhin gesagt, das Workhouse ist. Ja, was ja auch passt, ne? Bruiserweight war ja klassisch der hat nicht geredet, der hat auf die Fresse gegeben, fertig. Und das sehen wir jetzt auch. Rich Holland ist jetzt der mehr in diese Gimmick-Rolle jetzt reinrutscht, aber das ist gerade der für mich den größten Sprung gemacht hat, Per. Ich denke mal, das ist schon als Vorbereitung, Entschuldigung. hallo Per, grüß dich. Ja, hallo Raik, guten Tag. Du sahst noch nie so scheiße aus, Raik, aber es ist halt so. Was mit den Viecher? Ich denke, das ist schon der erste Weg, um zu testen und zu gucken, ob so Holland mich dann irgendwann mal in die höheren Regionen reinschieben können. Weil der hat den Look, der hat den Körperbau. Er hatte ja schon mal einen ähnlichen Spot, bevor Per jetzt wirklich was sagen darf gleich. Würde ich vielleicht noch einwerfen. Ich hatte so das Gefühl, nach der Big E-Verletzung hat man ihn ein bisschen gesidelined, um ihn vielleicht aus der Schusslinie zu nehmen. Mhm. Es war ein Unfall, muss man einfach so sagen. Der Move ist schiefgegangen, das passiert im Wrestling. Ich glaube, da hat man jetzt ihn keinen Strick draus gedreht und in den Stockhaus gesteckt, sondern ich glaube, man hat ihn bewusst ein bisschen rausgenommen. Plus, man hatte ja nicht mehr die Dreierfehde mit New Day. Das war halt dann erstmal erledigt. Und deswegen war er eher so die Randfigur. Jetzt mit Imperium hast du halt wieder 3 gegen 3. Spätestens seit dem Clash und das funktioniert dann auch. Und da siehst du dann auch, Rich Holland kann durchaus entertain an der Stelle. Ja, du hast ja auch einen Butch zum Beispiel angepasst. Ne? Der wrestelt zwar noch unter dem Namen Butch, hat aber wieder ein bisschen mehr von seinem Pete Dunne-Gimmick, trägt auch wieder offene Haare. Das macht auch schon mal ein bisschen was aus vom Look her. Und Rich Holland hat natürlich ein gutes Profil auch bekommen im Number One Contenders Match um die Tag Team Title, wo er dann auch den Sieg einstauben durfte. Das hat ihm, glaube ich, auch nochmal ordentlich geholfen.
Abstauben, nicht einstauben. Einstauben. Er hat den Sieg auf jeden Fall eingestaubt, weil sie haben die Titel nicht gewonnen. Deswegen haben sie den Sieg eingestaubt. Ihr wisst doch, was ich meine. Ist doch scheißegal. Auch da, wir hatten ja im Endeffekt, sind ja quasi zwei Fäden, die da laufen. Das ist einmal Sheamus gegen Gunther, ja, die da laufen, und es ist natürlich dann die anderen beiden um die Tech-Belts, die waren ja mit drin. Da gab es ja dann dieses Contenders-Match. Das hätten die ja in unseren Augen Imperium eigentlich gewinnen müssen. Ja, die haben es vorbereitet, die Brody Boots stauben dann ab, holen den Titel dann nicht, weil Imperium wieder eingreift. Das heißt, man teast hier auch so ein bisschen, dass die Richtung Tech-Szene was machen können. Das sind schon die beiden Teams, die ich da sehe. Auch hier hat der Faceturn natürlich gut funktioniert von Brody Boots, deswegen macht es Sinn, die zu nehmen. Wo geht's hin? Ne? Ist das so eine Entscheidungsgeschichte, ne? Brody Boots oder Imperium? Ist man sich selber noch nicht sicher, wer geht hier over, wer nicht? Weil es ist eine relativ schwierige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Chat, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wir natürlich aus unserer Sicht, wir wollen gerne Imperium haben, aber ich sehe gerade auch einen Sheamus, der hot ist wie lange nicht mehr. Ich sehe zwei Leute mit Butch und mit Rich Holland, die da richtig overgehen gerade und die wir angenommen werden als Faces, und das ist deutlich schwieriger als das Heel zu funktionieren. Ja, wie siehst du das? Sind das diejenigen, die jetzt eigentlich den Titel kriegen müssten? Vom Hype her müssten eigentlich Rich Holland und Butch sofort ins Title Picture raufrücken und eigentlich auch langfristig kurzfristig auch die Titel gewinnen. Ist halt irgendwie das Problem, ne? Weil die Titel immer noch so in der Bloodline-Storyline verankert sind und nicht so richtig, ja, dieses Tag-Team-Storytelling gerade gelebt wird bei WWE. Das ist so ein bisschen schwierig. Du hast zwei richtig starke Teams mit Imperium und eben den Brawling Brutes, die eigentlich beide Contender wären für die Titel. Und eigentlich müssen die beiden Teams gerade eine geile Story erzählen mit den Tag-Team-Teil zusammen. Aber das Problem ist halt, die sind halt einfach gerade bei der Bloodline. Das ist das Problem. Da hat man sich leider auch ein bisschen so eine Sackgasse gebuckt. Also, ihr könnt es gerade eine richtig geile Fehde mit IC-Title, Sheamus Gunther, plus noch Tag-Team-Titles, Imperium und Brawling Brutes erzählen. Das wäre richtig geil. Aber wie bekommst du die halt von der Bloodline legit weg, dass es irgendwie erzählt wird? Das ist das Schwierige. Und da kommen wir nämlich zu Wargames dann. Ne? Du hast ein bisschen gehintet Richtung Survivor Series, sind jetzt noch 2 Monate. Dazwischen ist noch Crown Jewel in Saudi-Arabien. Kann mir durchaus vorstellen, dass man alle drei reinsteckt. Und dann geht es um die Titel. Oder sogar vier, wenn du Solo und Sammy noch separierst. Also mein Gedanke ist dazu, dass die werden jetzt bei SmackDown wird Sheamus den Titel gewinnen. Dann wird es bei Extreme Rules in diesem Match wird irgendwie so ein Finish geben, wo keiner gewinnt. Ist ja das, wo sie alle 6 K.O. im Ring liegen und das Match ist zu Ende oder irgendwie sowas. Und dann bei Wargames wird es eventuell wirklich so eine Dreierfehde. Und zwar hast du dann jeweils halt die Tech-Teams, also die Usos, Butch und Holland und Junior und Eichner als Team mit drin. Und dazu Walter, Sheamus und Sami Zayn, wo es aber um alle Titel geht, um IC-Titel und die Tech-Team-Titel. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sowas machen kann. Das wäre so. Aber wie gesagt, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, es ist noch ein Weilchen zu gehen. Die Fehde bis dahin heiß zu halten, müssen wir gucken. Es hat jetzt gut geklappt. Wir haben Crown Jewel noch dazwischen. Das heißt, es ist schwierig, bis dahin noch irgendwas zu erzählen. Du musst es ein bisschen das Tempo rausnehmen, um das dann halt zu strecken, wenn du wirklich vorhast, auch die alle in Wargames-Match zu stecken. Raik hat gerade seine Prediction schon gejobbt. Wie es passieren wird, ich würde sagen, der IC-Title geht an Sheamus und bei Pay-Per-View glaube ich nicht an Double Countout oder was auch immer. K.O. ja, in dem Fall. Ich glaube, dass dann Imperium gewinnen werden. Und dann hast du wieder dieses 50-50-Ding. Also Imperium gewinnt zwar das Donnybrook-Match, aber Walter könnte den Titel verlieren oder Gunther könnte den Titel verlieren, aber am Freitag. Mal schauen. Ja? Ich glaube, das andersrum. Ich glaube, das andersrum. Ja. Ich glaube, dass Gunther retained am Freitag durch irgendwelche Eingriffe von beiden Teams, dass sie sich dann irgendwie so krass brawlen, dass kann du nochmal damit die Intensität aufbaust für Extreme Rules. Und da kriegen dann die Faces am Ende halt den Feel-Good-Moment, dass sie im Donnybrook-Match da gewinnen dürfen. Auch ein Take, ja. Kann ich mir beides vorstellen, aber das zeigt auch, wie gut diese Fehde eigentlich funktioniert. Ne? Wir können uns beides vorstellen. Beide Teams können funktionieren. Auch Richtung IC-Title sowieso, aber auch Richtung Tech-Titles. Ich glaube auch, dass der Sieger zwar erstmal oben steht, aber dass da gar nicht am Ende unbedingt die sein, oder nicht, die Sieger nicht unbedingt die sein müssen, die dann wirklich overgehen müssen. Umfrage gerade im Chat, auch relativ uneindeutig. Ne? Also 55 zu 45 für Imperium. Wer geht over, war die Frage. Ist nicht einfach, aber reden wir noch kurz über die Stipulation, das Good Old Fashioned Donnybrook Match. Wir hatten das ja neulich schon mal. Auf gut Deutsch, alles geht. Das war das Ding mit der Bierkanne, die es da gab, mit dem Fass, was da drin war. Ich glaube, das liegt den Jungs. Ne? Die werden einfach abreißen, Sheamus und Gunther. Das ist das Gleiche wie in der deutschen Wrestling-Szene.
Street Fight mit irgendwas davor, East Side Street Fight, weiß ich, Oberhausen Street Fight, das ist genau dasselbe, wenn du so willst. Wenn man so will. Wobei die Imperium-Jungs halt immer sagen, die sind keine Fans von Stipulation-Matches. Ne? Sagen die auch in den Shows, sagen ja, ja, wir sind hier, die Matte ist heilig und wir, das ist hier eine Blamage für unseren Sport. Ist auch guter interessant. Guter Punkt. Ich glaube, das hätte man sogar noch stärker spielen können. Also es gab ein paar Tweets. Gunther hatte darauf reagiert, ne, als das Match angekündigt wurde auf Twitter, Donny Watt. Ja? Also das ging so ein bisschen in diese Richtung. Ja, die Story hat man noch nicht gespielt. Vielleicht macht man es bei SmackDown noch. Kann natürlich sein, dass man das noch mal ein bisschen raushebt. Wäre ja auch allein schon ein Aufbau. Also da muss ich sagen, bei dem Match bin ich absolut fein. So was die Stipulation angeht, ich glaube, das können die alle. Ja, Shane ist sowieso ein harter Hund. Die werden abreißen, da bin ich mir sicher. Wie gesagt, Takes haben wir gerade gesetzt, ne? Predictions, wo es geht. Er ist völlig wurscht, wer bei dem Match als Sieger rausgeht. Ich bin mit allen fein, was bei diesem Match passiert. Ja, geh ich mit. Also eins der Matches, wo ich mich wirklich drauf freue, natürlich auch, weil wir, was Imperium angeht, natürlich ein bisschen befangen sind. Das gebe ich ja gerne zu an der Stelle, aber wir schauen sie halt auch gerne. Ja? Also die Brawley Blues, wie gesagt, fanden wir auch sehr gut. Match, wo steckt man das hin? Opener? Nee. Oh, vorbei, also... Ich würde es gerne als Opener sehen, ne? Zwei Teams, die schon mal ordentlich abreißen, sich auf die Fresse hauen, dass du da direkt mal Schnelligkeit reinbringst in den Pay-Per-View. Ich glaube, das Match, dass wir sechs Leute haben, die in der ganzen Halle machen können, was sie wollen, ist das Match, glaube ich, für den Opener ungeeignet, weil dann halt zu viel an zu viel unterschiedlichen Stellen passiert. Du brauchst im Opener brauchst du ein Match, wo die Leute alles sehen und alles mitbekommen. Und das müsstest du bei diesem Match ja nicht hinbekommen, so richtig. Okay, ich gehe mit. Auch guter Punkt. Kann mir vorstellen, dass das Match 2 sein könnte auf der Card, nachdem man einen Opener hingehauen hat. Wer das sein könnte, die Frage werde ich euch noch ein paar Mal stellen heute. Ja? Schauen wir weiter. Ich gehe die Reihenfolge rückwärts von so, wie sie auf der WWE-Webseite gerade stehen. Und da ist das zweite Match von unten. Edge gegen Finn Balor. I quit. Das ist jetzt okay. Da kann man jetzt sagen, das hat eine Story irgendwie. Die ist aber nicht wahnsinnig gut und die ist vor allen Dingen bei Raw entstanden und die ist geprägt von... ich bin weg, ich komme wieder, ich bin verletzt, ich komme wieder, ich bin wieder verletzt, komme wieder. Und ich will alle zerstören. Also der Aufbau ist ja eigentlich der, Finn Balor ist der eigentlich der Letzte, den er noch nicht gewrestelt hat, der Edge nach seinem, Ausscheiden. Dominik kam jetzt noch dazu, den hat er dann relativ schnell gewrestelt, war aber auch ein Fuck-Finish, wenn ich es noch richtig im Kopf habe bei SmackDown, bei Raw. Nicht so wirklich heiß, die Fehde. Es gab jetzt noch bei Raw nochmal die Geschichte mit AJ und mit Ray, das läuft ja auch so nebenbei, aber so wirklich für das Match hat man nicht so wahnsinnig viel getan, außer ein Comeback-Pop in Kanada abgeholt und gestern nochmal ein Video gezeigt von Edge, was eher langweilig war, weil man halt eigentlich nichts mehr sagen sollte dazu. Die Stipulation, wir haben auch gleich drüber diskutiert, passt die oder passt die nicht. Edge gegen Finn Balor, ist das ein Match, wo du sagst, yo, habe ich richtig Bock drauf, oder sagst du auch, schwierig an der Stelle? Ich sag, schwierig. Es ist, glaube ich, eines der Matches, auf die ich am wenigsten Bock habe. Diese ganze Judgment Day Storyline, die sich jetzt seit WrestleMania schon irgendwie zieht, ne? Nachdem du das Stable so verbuckt hast mit hin und her und jetzt versuchst du sie doch noch irgendwie wichtig in den Shows darzustellen. Du hast ja anscheinend irgendeine Richtung, die du mit denen einschlagen willst, sonst würdest du sie nicht so oft in den Shows featuren. Aber ich habe auch immer diesen Blick auf Edge. Ja, also Edge's Zeit im Ring ist auch begrenzt. Und es gibt noch so viele Traummatches, in die du Edge stecken kannst, die er eigentlich noch machen sollte. Und da ist für mich so ein Match jetzt in der Hinsicht, in der Storyline gegen Finn Balor einfach eine Verschwendung, weil er einfach noch so viele Gegner hat, gegen die ich Edge eben sehen will. Und wie gesagt, Edge ist Hall of Famer, der ist schon ein älteres Semester, der wird nicht mehr so ewig im Ring stehen. Naja, ist also auch I Quit Match, auch No Disqualification, das heißt, alle dürfen wieder eingreifen. Es gibt wieder totales Chaos, gehe ich mal von aus, weil Mysterio wird eingreifen, man wird auch parallel noch die Storyline mit Dominic Mysterio und Rey erzählen. Da werden sehr, sehr viele Einflüsse reinkommen. Vielleicht kommt noch ein AJ Styles mit rein, dann ist das totales Chaos und ein Kuddelmuddel und ja, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so gehypt drauf. Mike, dein Take, Aufbau, Hinführung zu diesem Match. Ja. Also grundsätzlich, wie ihr alle wisst, bin ich eigentlich großer Edge-Fan, aber ich habe so ein bisschen, also ich bin eigentlich ganz froh, dass das Match eine Stipulation hat. Wenn das ein normales Match geworden wäre, hätte ich so ein bisschen die Angst gehabt, dass das so ein Match wird wie bei Edge gegen AJ Styles bei WrestleMania, wo man sich von vornherein darauf gefreut hat, dass es ein geiles Match wird und dann ist es ein richtiges Drecksmatch geworden. Das Problem ist, egal wie das Match ausgeht, wir verlieren alle als Fan. Das ist das Problem. Wenn Edge gewinnt, ist eigentlich
das Ganze, eigentlich gewinnen wir ja eigentlich auf der Wahl Judgment Day, kannst du dann eigentlich direkt begraben und fort damit. Das Problem ist aber zum Beispiel, wenn Edge verliert, könnte es auch wieder heißen, die ziehen die Story noch weiter. Und vielleicht machen sie, kriegen sie auch einen Harry und sagen hier, Judgment Day. Und dazu dann noch, weiß ich, AJ, Ray, Edge und Beth Phoenix und die machen daraus noch ein Wargames-Match. Die Befürchtung habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Und ich sehe hier ein bisschen, das Pendant. Ja, das ist jetzt ein Singles-Match, aber eigentlich ist es doch irgendwo dieses Gang Wars, wie Genre Sub sagen würde. Das ist eigentlich das Pendant zu Brawling Brutes Imperium. Nur, dass man es als Singles-Match macht, aber Per hat es gerade richtig gesagt. Ich glaube, da wird man halt mit Eingriffen arbeiten, ja, und das bietet sich an. Und ich befürchte auch, dass Ray in irgendeiner Art dabei sein wird. Ich befürchte auch, dass man vielleicht AJ bringt. Gut, da hat es auch ein bisschen geknistert. Kriegen wir einen Turn? Fragen wir mal so rum. Also wird einer sich anschließen? Judgment Day? Das ist möglich, klar. Also vielleicht ein AJ Styles noch mit rein. Nee, wie wär's mit Ray? Ganz ehrlich? Sehe ich auch so. Das ist meine Prediction. Ray mit Dann hat er ja das erste Mal in seiner Karriere einen Charakter und einen Heel-Turn wahrscheinlich, oder? Naja, also man könnte es ja so drehen, dass er sich zwangsläufig anschließt, ohne wirklich Heel zu turnen, aber einfach nur wegen seinem Sohn, ja, irgendwie so die Richtung. Deswegen hintet man vielleicht auch mit AJ, ich glaube, AJ wird dann fehlen gegen ihn. Irgendwie so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen, ja, also dass man das macht. Und du musst vor allen Dingen dann nicht Ray gegen Dominik bringen, ganz ehrlich, das wäre aktuell auch keine gute Idee. Also die Story ist nicht wirklich heiß, das geht auch viel zu lang und so richtig sehen will es halt auch keiner. Generell die Ausrichtung von Judgment Day, also ich gestehe denen zu, das ist besser geworden. Ja? Das war eine vertragte Situation, dann wollte Edge raus aus der Geschichte, das ist ein bisschen komisch gelaufen, der ganze Aufbau über WrestleMania bis jetzt, das ist nicht rund gelaufen, da sind wir uns alle einig, aber man hat es jetzt zumindest hingebracht, das einigermaßen ordentlich hinzubiegen, ja, bei Raw. Die haben aber auch sehr, sehr viel Sendezeit und jetzt kommt noch ein Name mit rein, über den haben wir noch gar nicht gesprochen und das ist Seth Rollins. Man hat das letzte Woche so ein bisschen geteased, ja, das könnte auch der Grund sein, warum es diese Matches mit Riddle gab, warum AJ jetzt dabei ist, warum Ray, warum das alles so verwoben war auf einmal. Ne? Du hast irgendwie alles nur noch rund um Judgment Day oder mit Judgment Day gemacht und Seth Rollins könnte derjenige sein. Mein Take ist ja nach wie vor, wer die Reviews hört, weiß Bescheid, dass diese Sing-Along-Sachen und diese Hallensachen, die Promos, die er hält, die sind aktuell eigentlich facig, ja? Um dann genau das zu machen, was man bei Edge auch gemacht hat. Du bringst ihn komplett anders. Du nimmst ihm das Theme-Song weg, du nimmst ihm die ganze Interaktion mit der Crowd weg und dann hast du halt einen richtigen Heel. Einzig sehen will ich es nicht, aber das würde erklären, warum Judgment Day so prominent gefeatured ist. Mehr. Ja, ich habe auch schon überlegt, dass man Judgment Day wirklich als Stable vielleicht auch präsentieren möchte, die wirklich super viele Leute drin haben. Also, dass man da wirklich dann irgendwann mit 7, 8, 9 Leuten arbeitet, die in dem Stable drin sind. Das hatte man ja auch mal in der Vergangenheit, meine ich doch hier Mystery of Darkness, ne, früher. Nexus vielleicht noch, ne? Haben auch mal Nexus, Nexus war am Anfang ja, glaube ich, 11 und am Ende noch 5 oder so. Naja, die haben es ja dann gesplittet mit Core, oder wie das damals, ja. Genau, aber das war auch so eine Überlegung, die ich hatte, ob man da jetzt wirklich einen Riesen-Stable aufbaut, wirklich dann so 8, 9 Leute dabei sind. Frage? Aber will ich aber auch nicht sehen. Also die Frage, die sich mir stellt, die ganze Zeit schon bei Judgment Day, ist, wer sind die Gegenspieler? Du hast jetzt nur Einzelnamen. Dann hast du mal Edge mit Ray wieder ein bisschen gemacht, das war aber auch nicht wirklich geil. Jetzt hast du AJ mit rein, die haben sich gestern ein bisschen geschubst, die sind sich auch nicht mehr ganz grün. Also ich sehe da niemanden als Gegenspieler aktuell. Und wenn du Seth Rollins jetzt beispielsweise auch noch mit reinnimmst, dann hast du Riddle zwar noch, ja, den du da irgendwie bringen kannst, aber die Fehde sollte eigentlich ja auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Sehr, sehr schwierig. Ich finde, da ist kein klarer Weg erkennbar, wo die damit hinwollen. Und selbst wenn du, ne, das ist das eine, das, was Per sagt, du kannst die als Stable etablieren und du willst die cool darstellen, funktioniert bis jetzt halb, es wird besser, ja, aber woran wachsen die eigentlich an der Gegenwehr? Also, ne, wenn man jetzt mal ganz klassisch rangeht, NWO, an was sind die gewachsen? Weil die WCW am Anfang sich nicht einig war, die WCW dann irgendwann zusammengefunden haben und irgendwann dann angefangen haben, dagegen zu halten. Das fehlt aktuell, also das sehe ich auch nicht in dieser Konstellation mit Edge, vor Ray, allem, das sind vor allem nicht mal die Jüngsten. Keiner von denen hat ja überhaupt bis jetzt mal gesagt, ja, ich will ein Championship gewinnen. Rhea hatte ja ihr Titelmatch, da hat sie sich verletzt, die wrestelt aber seitdem auch nicht. Klar. Vielleicht greift man das nochmal auf. Ne?
derjenige, der hier in den Stable die Nummer 1 ist, ist jetzt scheinbar, so wie man es bookt, aktuell wirklich Finn Balor. Ne? Also das ist nicht Damian Priest, das hat man eine Zeit lang geteasert, das ist nicht Rhea so richtig. Ist das wirklich, da weiß er letzter Schluss, ist das finale Ding? Ist Finn Balor jetzt hier den Monster-Push oder ist das auch wieder so ein Ding, was man schnell abhackt wie AJ bei WrestleMania? Mike. Oh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein riesen Stable wird, wie Player es gesagt hat, weil einfach es ist ja schon eine düstere Gruppierung. Ich glaube, mit so vielen Leuten drin ist das so wie früher mit der Ministry of Darkness, das zieht einfach heutzutage nicht mehr. Und ich denke auch, dass das Stable auch relativ zeitnah auch sich wieder verflüchtigt. Widerspricht halt aber der aktuellen Darstellung. Ja, das mag ja sein, aber wie du schon hast, die haben keine, also ich sehe momentan keine Gegner. Es kann natürlich sein, dass die jetzt nach dem Pay-Per-View sonst was aufbauen. Das wäre ja fein, würde ich mich auch freuen drüber, wenn sie es richtig machen. Aber ich sehe momentan keinen. Und ich sehe auch nicht Seth Rollins da irgendwie mit drin. Das ist, glaube ich, bloß von WWE, glaube ich, bloß so ein kleiner Anteaser gewesen, um die Leute ein bisschen auf eine falsche Pferde zu führen. Das ja, so ich würde mal, noch die weißen Hasen mit reinwerfen. Könnten die Gegenspieler werden, aber na, in der aktuellen Darstellung lässt es jetzt nicht darauf schließen, dass die eigentlich als Faces kommen sollten, wenn es wirklich eine Gruppierung ist, wenn es nicht bloß Einnahme ist. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ihr habt es ja in der War Review auch schon ein bisschen angesprochen, ne? Oder ich glaube, im Patreon-Teil habt ihr das angesprochen. Ne? Was war da? Wenn man den QR-Code abgescannt hat, kam da Joe Gacy als Name. Naja, es gab einen Binärcode, der da mit zu sehen war in der URL. Das hat Gacy ergeben, aber man hintet ja mehrere Namen. Also Bray Wyatt, ich glaube, da können wir relativ schnell Haken dran machen, Cross geteased. Ne? Jetzt bringt man Gacy ins Spiel. Das sind ja alles Leute, die könnten irgendwo sein. Und Dexter, glaube ich, ist noch einer, der da reinkommt. Ich habe noch einen vierten Namen, den wahrscheinlich so keiner auf dem Schirm hat, den du wahrscheinlich auch nicht so gerne hören möchtest. Randy Orton, dass Randy Orton dahinter steckt, aber mit einer komplett anderen Ausrichtung. Wir haben natürlich noch auf der Frauenseite haben wir noch ein paar Namen, die da reinpassen würden. Ne? Ich glaube auch, da interpretiert man einfach viel zu viel rein. Ich glaube nicht, dass es was mit Judgment Day zu tun hat. Ich würde es eher mehr Richtung SmackDown schieben. Dass es irgendwas ist, was bei SmackDown aufgebaut wird. Dass du ein neues Stable vielleicht mit reinbringst. Ey, Joe Gacy hoch mit Bray Wyatt zusammen. So eine neue Wyatt-Family. Aber ein neues Stable. Du hast momentan Imperium. Du hast Sheamus in seiner Gruppierung. Du hast die Bloodline. Eigentlich braucht SmackDown keine weitere Gruppierung. Bin ich der Meinung. Also wenn denn Gruppierung, dann ja vielleicht zu Raw als Gegenpart zu Judgment Day oder, aber so Smackdown sehe ich das nicht. Ich glaube es auch eher, ich sehe es auch eher bei Raw oder man macht es Brand übergreifend. Vielleicht haut man ja den Brandspit dann wirklich mal über Bord. Also im Endeffekt ist ja eh nichts mehr wert aktuell, weil man ne, die Leute eh hin und her schickt. Aber könnte natürlich der Gegenspieler sein. Ich finde es halt schwierig. Also je nachdem, wie dieses Gimmick, dieses Stable dann ausgelegt wäre, ja, ist es auch sehr, sehr ähnlich zu Judgment Day. Also irgendwo dieses düstere Ding, so ein bisschen wirr und ein bisschen. Kann mir nicht vorstellen, dass man das als facey platziert kriegt. Das ist das Erste, was ich als Problem sehe. Ja. Und ich sehe auch nicht, wie du Judgment Day gegen die stellen willst. Das macht keinen Sinn. Und damit kommen wir wieder zurück zu Judgment Day. Also was ist das Follow-up? Ich, ganz ehrlich, ich befürchte, ja, wir werden Edge noch sehen bis Crown Jewel, ja. Dann wird er wieder pausieren, wahrscheinlich bis Rumble oder Mania Road. Ich befürchte, wir kriegen einfach wirklich nochmal ein Six-Man-Tag oder sowas bei Crown Jewel. Ja? Dass man Edge, Ray, AJ, die können dann irgendwie ein bisschen unklar sein, was sie jetzt wollen, gegen Dominik und die anderen beiden. Dass wir das kriegen, vielleicht noch plus bei Phoenix, ja, könnte eine Option sein. Und da macht man die Fehde dann zu, aber wie gesagt, ich sehe halt keinen starken Gegenspieler. Auf der anderen Seite, ne, du hast halt nur Edge und Ray, das ist halt wieder legendenmäßig angehaucht, das ist wieder ein Ding für Crown Jewel. Also kann mir schon vorstellen, dass sie das gerne sehen wollen, da die Saudis. Ja, ja, ein bisschen Fanservice ist ja immer mit dabei bei Crown Jewel und Ray und Edge sind ja eben Charaktere, die vielleicht auch eher bekannter sind bei den Saudis, wo die mehr Bindung zu haben. Bin man nämlich auch in dem Zusammenhang gespannt, wie so ein Roman Reigns Logan Paul Match ankommt, weil Paul ist halt ein Social Media Star in den USA. Kein Schwein wird den, denke ich mal, in Saudi-Arabien richtig verfolgen. Klar, International Social Media Frage Star, Darstellung. Aber ist halt auch interessant. Deswegen könnte man hier mit Edge Ray halt dieses Legenden-Ding so ein bisschen bespielen. Ich frage mich ja eher, ob Mansoor in seiner aktuellen Darstellung in Saudi-Arabien laufen wird. Das ist eine Frage, die klären wir anders, nicht für Extreme Rules. Aber ja, also ganz ehrlich,
Edge Finn Balor holt mich leider überhaupt nicht ab. Also von der Ansetzung her in der aktuellen Story, wie man es erzählt. Auch die Stipulation, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, I Quit Match ist so ziemlich das Langweiligste, was man machen kann. Und auch hier erwarte ich ähnlich wie beim Brawling Brutes in Imperium, aber am Freitag bei meinem IC-Title-Match eigentlich nicht, dass es ein klares Finish gibt ohne Eingriffe. Also du hast halt Judgment Day, Leute, du hast dann Ray und Edge und AJ auf der anderen Seite, vielleicht noch ein Riddle, der da irgendwie was tun könnte, aber der ist selber beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, I Quit Match zu machen. Auch interessant ist hier, was der Malik im Chat geschrieben hat, die Frage, die ich mir stelle, wie kann man den Judgment Day denn sinnvoll beenden und auflösen? Ja, und das dachten wir uns ja alle, als es mit Edge gesprengt wurde, okay, die machen jetzt hier einen schnellen, kurzen Prozess, hauen die auseinander, aber das ist ja eben nicht passiert, sondern man erzählt es immer weiter, für Woche, für Woche, für Woche, also irgendwas wird man ja mit dem. Man packt alles mit rein. Ja, das ist das Ding. Also man packt alles mit Judgment Day zusammen. Wie gesagt, Seth Rollins wird da geteased, Riddle war da mit drin in dieser Geschichte. Da ist schon, der ist schon alles drauf ausgerichtet und wir haben auch immer diesen schönen Wechsel. Also entweder du hast das Damage Control, das ist der Frauenpointer dazu, ja, oder du hast Judgment Day im Fokus gehabt. Und, ja, du siehst aber genau, Opener, Main Event, ja, immer schön im Wechsel waren diese beiden Stories bei Raw, die man gespielt hat. Und Judgment Day kriegt wahnsinnig viel TV-Zeit, das muss man einfach sagen. Und also wenn man dafür, auf die Karte guckt, ist Judgment Day auf jeden Fall upper Midcard, mindestens. Einfach, ja, würde ich sagen, die erste Alternative fast schon zum Main-Event-Picture mit. Reich, du als Edge-Fan, siehst du einen Edge, ich würde sagen, oder hörst du es? Ja, also ich will es nicht, aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, sieht er eher so aus, als wenn sie mit Judgment mit denen noch andere Sachen vorhaben und da kann ein Finn Balor nicht, ich würde sagen, das funktioniert nicht, weil dann kannst du es gleich das Ding wegbeerdigen. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass sie irgendwie eine sowas machen, hatte ich ja schon mal gesagt, wie sie es damals bei Rock gegen und Mankind gemacht haben, wo sie das eingespielt haben, das I Quit Verband, ja, was sie dann auch danach offen gesagt Rumble haben, 99, halt so, ja, zur Story passt, das kann ich mir höchstens vielleicht noch vorstellen, aber ich denke, am Ende wird Edge I Quit sagen und dann. Ja, mein Take an der Stelle, ich glaube, man wird es über Ray lösen. Ja? Ich glaube, dass man Ray und Dominik in irgendeiner Art und Weise clashen lässt und Edge dann wegen Ray sagt, I quit. Irgendwie so eine Geschichte kann ich mir vorstellen. Deswegen hat man vielleicht AJ rausgebuckt wieder, ne? Mit diesem leichten Split, den man da angedeutet hat, jetzt bei Raw noch. Ich glaube, AJ wird keine Rolle spielen. Ich glaube, Ray wird kommen wegen Dominik. Der wird irgendwie die Mangel genommen und Edge gibt dann für ihn auf und damit hast du dann auch dein Tag-Match, je nachdem, wie das dann aussieht, für Crown Jewel. Das sehe ich kommen, dass man irgendwas in die Richtung macht und das ist die einzig logische Erklärung, wie du I Quit lösen kannst. Weil, ganz ehrlich, sauberes Finish, einer sagt I Quit und dann ist die Sache erledigt. Das sehe ich hier ehrlich gesagt nicht kommen. Ja. Nee, sehe ich auch nicht. Also das werden die weiterführen, da werden sehr viele Leute eingreifen und leider Gottes werden wir da noch in den nächsten Shows mehr mit beschäftigt sein mit dem Judgment Day. Wann ist genau Crown Jewel nochmal? Ende Oktober? 8. Oktober, meine ich. 8. Oktober kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 8. November. Hier, 8. November. Nicht 8. November, relativ früh im November, weil du hast am Ende, also drei Wochen, also ich glaube 22. oder sowas, meine ich, oder 28. ist Survivor Series, drei Wochen davor. Also quasi vier Wochen dazwischen, meine ich. Der 5. Ja, wahrscheinlich. 5. Ja. Also vier Wochen. Anfang November. Vier Wochen haben wir dazwischen, ja. Ja. Naja, machen wir Deckel drauf auf das Match. Ich glaube, richtig gehypt sind wir nicht. Die können nur überzeugen. Für Bella vielleicht noch dazu ein Wort von mir. Gefällt mir langsam wieder besser in der Rolle, seit er mehr Präsenz kriegt. Hat einen ganz coolen Look. Man könnte den Demon auspacken, ja. Sehe ich aber noch nicht so richtig kommen, dass man das tut. Offensichtlich ist er jetzt derjenige, der Go-To-Guy. Ja? Das ist der, den man jetzt vorne ranstellen möchte. Wundert mich ein bisschen, weil da hat man echt gedacht, wenn sie es gut erzählen, dann go for it. Ja. Wenn sie es gut erzählen, go for it. Lass ihn ein bisschen weniger reden. Ja? Für seine Stimme kann er nichts, aber das funktioniert nicht. Lass Damien Priest reden. Das ist schon deutlich besser. Naja, nicht das Match, auf was ich mich wirklich freue. Also auch die Stipulation holt mich nicht so richtig ab. Naja, andere Stipulation, die wir haben. Bitte? Und kein Opener. Nee, das sehe ich irgendwo zwischendrin. Das macht man. Ja. Puller-Match. Vielleicht vom Main Event. Ja. Dass man das macht, wie so das letzte Mal. Drittes Match, was wir hier haben von unten auf der WWE-Seite, ist auch eine Stipulation. Da fragst du dich erstmal, what? Ja? Und wie löst man es dann am Ende? Vier Ecken oder nicht? Strap-Match ist angesagt. Drew McIntyre gegen Karrion Kross. Aufbau, auch hier.
Cross macht irgendwelche düsteren Vignetten, stellt irgendwann mal eine Uhr dahin, sagt hier Chosen One, ja, jetzt ist er gar nicht mehr der Chosen One, jetzt will er trotzdem McIntyre haben. McIntyre will Rache, hat Schwert, aber bringt einen Gürtel mit. Einen sehr langen Gürtel. Und dann machen wir ein Strap-Match. Strap-Match, vielleicht klassisch sehen mal, Raik, ursprünglich eigentlich mal, ne, mit vier Ecken. Also wer die vier Ecken abklatscht, hat das Match gewonnen. Glaube aber nicht, dass man das hier machen wird, richtig? Na, Strap-Match, nee, das war Strap-Match, das ist Bullrope-Match, wo du hast mit den vier Ecken. Strap-Match ist mir nicht, also kenne ich nicht mit, also ich wüsste, die sind an so einem Ledergurt, nenne ich es jetzt mal, am Handgelenk verbunden und tun sich da auch gegenseitig ziehen, hauen, was weiß ich auch immer. Ja, es ist jetzt ein Match, Stipulation, die jetzt, ja, weiß ich nicht, passt nicht zu Cross, passt nicht zu passt insofern rein, mit so einem Strap kann man auch mal würgen, ja, er hat ihn schlafen geschickt, ja. Also das ja, könnte ich vielleicht noch reinportieren. Karrion Kross generell. Ja, weiß ich nicht. Karrion Kross, glaube ich, ein Match hat er bestritten. Das war ein Squash-Match gegen Drew Gulak. Ansonsten haben wir ihn nur gesehen in seiner Rolle. Ein paar Mal in der Halle, meistens aber durch Einspieler. Die waren nicht wirklich erhellend, außer dass dann irgendwann Farbe dazu kam. Auch einer der Kandidaten für White Rabbit. Ja, auch da war der QR-Code jetzt zweimal schon bei ihm. Dann hattest du diese 9:23 Uhr-Geschichte, wo man ihn zeigt und dann geht man 9:23 Uhr, Punkt, geht man in die Werbung. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ne? Also ist auch ein Thema, was hier reinspielen könnte. Aber Karrion Kross im Showing aktuell nicht so wirklich interessant, finde ich. Und auch die Fehde mit Drew McIntyre ist irgendwie sehr gekünstelt und sehr vorhersehbar gewesen, wie man es dann bookt. Und da noch ein Strap-Match drauf zu packen, Aufbau schwierig, oder? Ja, Strap-Match war jetzt dann, denke ich mal, der Game hat geschuldet, dass du halt irgendeine Stipulation machen wolltest. Aber Karrion Kross ja generell ein Charakter, den ich schon bei NXT sehr gefressen habe. Habe ja damals auch viel mit dem Shaggy drüber gesprochen bei Spotfight über Karrion Kross, habe den ganzen Run mitverfolgt und es war schon immer jemand, der mich so null interessiert hat. Der hatte seine Darstellung, der hatte damals echt einen coolen Entrance. Ich finde dieses Schwarz-Weiß, der braucht eigentlich Farbe. Der hatte früher auch immer dieses Feurige und dieses Rot-Aufleuchtende in seinem Entrance. So, das hat er einfach nicht mehr, das finde ich ein bisschen schade. Da war er, ja gut, ein bisschen interessanter sogar bei NXT noch, als er heute bei SmackDown ist. Aber da wurde er halt hochgepusht, war NXT-Champion, war dann kurz im Main-Roster, ja, wurde von Vince ein bisschen verbuckt und dann auch rausgeschmissen. Aber wie gesagt, war nie jemand, den ich geil fand. Der hat wrestlerisch bei NXT schon damals nicht reingepasst, weil er einfach nichts Besonderes ist. Immer von seiner Darstellung gelebt und ist für mich so das Produkt, so das Beispiel am ehesten, wo ich sage, das ist jemand, der wird einfach viel zu sehr überschätzt für das, was er eigentlich kann. Der lebt von der Scarlett, die ist super, ich finde die richtig gut, die könnte als Manager und auch viele andere noch zum Ring begleiten, aber der gibt mir so leider gar nichts. Also da hat mir Charaktere in die Richtung, die einfach viel, viel besser waren. Und da verliert er halt einfach auch deutlich Farbe. Und gegen Drew McIntyre, das ist so eine Fehde, die ich meistens im TV überspringe, weil es mich einfach nicht interessiert. So, was ist jetzt der Grund, warum treten die gegeneinander an? Also, ja. Das hat sich mit mir nicht erschlossen. Chosen One. Ja, Chosen One, der hatte sein Titelmatch, das hat er verloren. Da hat er ja irgendwie, naja, so halb eingegriffen, eine Wasserflasche geworfen. Ne? Aber hat ihn auch nicht so richtig interessiert. Da saß er am Publikum, das ist der Aufbau. Aber er ist ja jetzt eigentlich gar nicht der Chosen One. Er hat sein Titelmatch, ne, verloren. Er ist raus aus dem Title Picture. Drew McIntyre generell auch ein bisschen in der Luft, finde ich. Das Follow-up jetzt mit Karrion Kross gefällt mir nicht. Wie gesagt, es war sehr vorhersehbar, dass es kommt. Karrion Kross, du hast gerade gesagt, passt nicht rein wrestlerisch. Gerade bei NXT hat er nicht reingepasst. Er war sogar zweimal Champion, hat sich jetzt zwischendurch verletzt. Dann hat man nochmal zum Champion gemacht. Ist dann als Champion sogar hochgezogen worden. Hat dann diesen Lord-Helmchen-Gimmick gehabt. Das hat nicht so richtig funktioniert. Aber ich glaube, daran ist er nicht gescheitert. Woran er scheitert, ist, dass er im Ring relativ limitiert und langweilig ist. Also der hat einen coolen Look, der hat ein cooles Auftreten und der hat Scarlett an der Seite, du hast alles gesagt, aber sobald es im Ring, sobald die Glocke läutet, wird es langweilig. Und da macht er immer die gleichen Sachen, ja, und irgendwann joggt er aus und das war's. Ich habe schon damals bei NXT immer gesagt, wenn mich jemand zu der Darstellung von Karrion Kross gefragt hat, habe ich gesagt, Karrion Kross sieht aus wie so ein typischer amerikanischer Trucker, dem man so irgendwie ein düsteres oder so ein feurigeres Gimmick gegeben hat. Hätte der sein Gimmick nicht und seine Glatze wieder und so einen blauen Overall an, könnte der perfekt im Truck sitzen, das Ding rumfahren und ja, der ist einfach wirklich so. Also, und Scarlett auf der Rückbank, die ich hatte. Genau. Ja, das ist schon. Naja, vielleicht begraben wir ihn auch zu früh. Ja, also keine Ahnung, wo das hingeht mit ihm, was sie wirklich vorhaben. Also man hat es ja deutlich zurückgefahren. Am Anfang haben wir ja geteased, oh, der könnte direkt ins Title-Geschehen eingreifen. Das ist jetzt nicht der Fall, aber mit Drew McIntyre kriegt er natürlich einen gestandenen Namen.
Lässt uns ein bisschen zum Matchausgang kommen. Alles andere wie Karrion Cross-Sieg würde mich stark wundern an der Stelle. Er hat ihn ausgechoked, ja, jetzt könnte man es mit dem Strap nochmal machen. Ist der Sieger gleichzeitig der Number One Contender? Mike? Boah, ich hoffe nicht. Ich hoffe, also ich sag's mal so, wie es ist das Match, was mich am wenigsten interessiert, aber gerade. Mich persönlich jetzt so. Ja, ne? Ich hoffe nicht, dass der Gewinner Richtung Number One Contender dann geht. Da sehe ich eher bei Raw andere Leute, die da viel besser präsentiert sind momentan, wie ein Seth Rollins, wie ein Kevin Owens und wie sie auch alle heißen. Ich gehe mit, Cross muss das Ding gewinnen, weil sonst kannst du danach gleich wieder wegjagen vom Hof. Die Frage ist, was machst du denn mit Drew? Danach. Die Frage stelle ich mir schon länger, was sie mit Drew vorhaben. Also man hat ihn nochmal ein bisschen aufgebaut für Clash. Das war ja schon so, okay, das hat mehr von der Stimmung gelebt und vom Heimspiel. Ja, da hat es dann in der Halle funktioniert. Ja, eben was erzählt vorher. Ne? Hat ja auch funktioniert in der Halle, das gebe ich denen ja. Und man hatte vor allen Dingen auch das Match mit Roman Reigns, 30 Minuten, war ein Banger für Roman Reigns und Drew. Das Ding war richtig gut. Man hatte vor allen Dingen ihn auch in mehreren Spots an der Stelle, wo man dachte, okay, da könnte wirklich den Titel gewinnen. Mhm. Das geht schon mit einem McIntyre. Ich glaube, hier ist er Kanonenfutter. Ich glaube, man hält fest an dieser Karrion Kross-Geschichte. Ja. Ist der Karrion Kross dann Contender? Er hat ja mit Reigns schon mal, ne? Da gab es ja schon mal die Uhr ganz am Anfang. Da gab es auch mal Backstage ein paar Geschichten Richtung Bloodline. Aber das wäre halt auch wieder von der Ausrichtung ähnliches Problem wie mit Imperium. Es wäre Heel versus Heel. Das Problem ist ja auch einfach, egal wer Contender wird, es ist ein Contender, der erstmal in der Leere schweben wird, weil du hast Crown Jewel, da wird erstmal Logan Paul sein Titelmatch bekommen. Anschließend ist Survivor Series, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob Roman Reigns überhaupt ein Titelmatch haben wird. Das heißt, du hast jetzt eine lange Zeit, wo dieser Contender leiden würde. Der würde vielleicht dann irgendwann random bei SmackDown ein TV-Championship-Match bekommen und dann wäre das Ding gegessen. Aber du hast gerade schon für weitere Strecken die Gegner für Roman Reigns definiert. Also wird das dann, wenn dann nur so ein One-Night-Only-Contender sein. Und wenn das mit Karrion Kross so gemacht wird, dann profitiert er ganz und gar nicht davon. Da leidet er nämlich eher unter dieser Situation. Aber ich weiß auch nicht, was dieses Match jetzt bewirken soll. Wer von den beiden profitiert und was ist der nächste Schritt auch von den beiden Charakteren? Ja. Ich habe noch einen Tag. Ja. Okay. Also wie gesagt, die Verbindung mit den QR-Codes. Ja. Ich glaube, die können wir nicht außen vor lassen. Die ganze White Rabbit-Geschichte. Offensichtlich ist Karrion Kross ein Teil davon. Ja. Zumindest macht man es relativ offensichtlich immer um ihn herum. Es war das letzte Mal in der Vignette, wo es am Ende kam. Es war während des Matches schon, da gab's ein paar Geschichten mit Karrion Kross, die man darauf hindeutet in die Richtung, dass er ein Teil White Rabbit sein könnte. Oder White Rabbit sogar ist. Er hieß White Rabbit in den Indies. Darf man nicht vergessen an der Stelle. Ich glaube, dass man hier auch irgendeinen spooky Finish macht und dann wirklich debütieren lässt irgendjemanden. Und hier wird es interessant, ja, weil wer wird das sein? Also Bray Wyatt, dafür ist Extreme Rules vielleicht zu klein. Aber wenn es wirklich ein Stable wird, ja, könnten doch mehrere Leute auftauchen. Ja? Also nach und nach. Also, ne? Man hat jetzt wieder diesen Querverweis, man hat wieder einen Code drin gehabt, beziehungsweise Latitude, Longitude, ihr wisst schon hier, Angaben, wie heißt es denn? Koordinaten, das Wort habe ich gesucht. Koordinaten, die haben verwiesen auf Wells Fargo Center, Philadelphia, das ist da, wo Extreme Rules stattfinden wird. Dementsprechend, wenn in irgendeinem Match, dann doch wahrscheinlich da. Wirf mal so einen Raum. Boah, weiß ich nicht. Also ich bin dieses ganze White Rabbit Geschichte, ich steige da noch nicht so durch, wo die da hinwollen. Ich bin aber der Meinung, dass alles das, was die jetzt anteasen, in welche Richtung das gehen könnte, weil du jetzt gerade Cross angesprochen hast, genau das wird es nicht werden. Also ich fänd die Story schon ganz interessant, wenn man jetzt wirklich erstmal den Gacy beispielsweise bringt und alle Leute, oh nee, dafür jetzt der Aufbau und danach kommen noch ein paar andere hin zu Bray. Kann ich mir schon vorstellen, dass man gut in die Richtung was macht. Ja gut, wenn du in die Richtung gehst, kann ich mir das auch, ja, das hast du recht, das ist auch wieder Gacy und seine Konsorten, wäre schon wieder, denke ich mal. Aber wenn, dann doch da. Ne? Also wenn man was beim Pay-Per-View machen will, wie gesagt, man hintet jetzt, dass bei Extreme Rules was passieren könnte.
kann mir nicht vorstellen, dass man die Story schon beendet. Dafür läuft es wahrscheinlich auch zu gut. Ja, Per, ja. Dein Take, was die White Rabbit QR-Code-Geschichten angeht. Ich glaube, man wird es jetzt ins TV bringen. Also es ist Zeit. Ich glaube, dieses QR-Ding, diese Schnitzeljagd-Geschichten, das war die ersten 2-3 Wochen ganz cool. Jetzt langsam, also jetzt auch gestern bei Raw, merkt man schon, es ist nicht mehr das ganz große Hype-Thema. Das Ding ist jetzt irgendwie langsam auch durch. Man macht es auch sehr offensichtlich. Da war gestern auf dem Vertrag von Corey Graves, der nimmt dann hoch das QR-Code drauf. Das ist jetzt schon sehr, sehr geforst. Also jetzt ist es nicht mehr irgendwo versteckt und für die Diehards, jetzt ist es schon wirklich für den Mainstream gedacht. Und ich glaube, jetzt muss man auch anfangen, das ins Programm zu bringen. Und da könnte doch so ein Debüt, vielleicht ein Gacy, vielleicht Cross, der sie einfach nur outet als White Rabbit und dann kommen nachher Leute dazu und am Ende ist eben der große Bray Wyatt da. Wäre doch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ich glaube, wenn jetzt einfach nur ein Cross sagen würde, ich bin der White Rabbit und nichts weiter passieren würde, dann wäre es ja total verschwendend gewesen, dass man das die letzten Wochen gemacht hat, weil du hast jemanden, der eh schon in den Shows ist und der braucht es nicht. Also du musst da schon irgendjemanden reinbringen, den du noch nicht in den Shows hast, irgendjemanden debütieren lassen oder vielleicht ein Comeback wie bei Bray Wyatt eben. Du musst das jetzt auch in die Shows bringen. Ich glaube, dass Extreme Rules schon vielleicht ein bisschen zu früh ist, wenn du das jetzt gerade noch eher Off-Show mäßig dargestellt hast, ne, mit den QR-Codes eben und den Flyern am Auto, glaube ich, Extreme Rules ist vielleicht ein bisschen zu früh. Aber Joe Gacy ist jemand, den ich da sehen könnte. Vielleicht auch in einem Stable mit dem Karrion Kross zusammen. Vielleicht bringt einem Karrion Kross ein Stable ja auch ein höheres Standing. Vielleicht ist es das, was er auch braucht. Ein paar das Leute, meinte ich, würde in der Luft hängen. Ja, also genau. Vielleicht hängt er da gar nicht in der Luft, weil man halt die Stable-Nummer fährt. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Und man denkt, erster Anführer, und dann kommt doch noch jemand und noch jemand. Corbin wird hier noch im Chat reingeworfen, auch eine Möglichkeit. Ja, Alexa Bliss, ja, auch das teast man immer wieder mal. Gestern hat sie böse geguckt, ja, war wieder Evil. Ja, Corbin war ja eher mit JBL jetzt unterwegs, ne? Weißt ja, du, das kann ja auch JBL nicht kann gesehen. Ja. Ja, und seitdem ist er verschwunden. Aber Corbin zu bringen... Also, ich fände es mutig, bewusst erstmal einen Abfuck zu machen. Ja, also, bewusst jemanden jetzt zu bringen und zu sagen, oh, das ist jetzt White Rabbit und das Internet würde explodieren, ja, im Sinne von, was ist denn das für ein Scheiß, um dann nachträglich, ne, bei den größeren Shows, Survivor Series, Crown Jewel, dann mehr zu machen und dann wirklich rauszuhauen. Und das wird aber am Anfang noch gar nicht so ersichtlich, dass man wirklich kleiner anfängt mit einem Namen, wo man denkt, hä, warum? Und dann hinten raus wird es halt mehr Richtung Stable dann. Ne? Wyatt Six wird ja immer wieder genannt, ein Trademark, was ich White ja gesichert hatte, könnte eine Möglichkeit sein, ne? Könnte darauf hindeuten, dass es 6 Leute werden, plus man hat die Tiere so ein bisschen gespielt, da gibt es ja auch immer diese Thesen, ne? Dass diese Tiere quasi als Wrestler übersetzt werden und da gibt es ja diese ganzen Namen, die dann immer genannt werden. Wie gesagt, ne? Ich überlege gerade mal, White Rabbit, hatte Eric Rowan nicht auch immer früher diese Hasenmaske auf? War das nicht Schaf? Oder nee, war ein Schaf, stimmt, war ein Schaf. War ein Schaf schon irgendwie mit drin bei der ganzen White Rabbit-Geschichte? War da ein Schaf mit drin? Ich glaube, es sind eher die Tiere jetzt gewesen, die im Funhouse waren, aber also diese Puppen, ja, ich glaube, darauf wollte man eher hinaus, aber mal gucken, ja, also weiß ich, ob das jetzt wirklich, vielleicht ist dieses White Rabbit-Ding halt wirklich erstmal nur ein Teaser auf Karrion Kross gewesen, der erste, und jetzt kommen halt nach und nach andere Sachen und wir reden halt immer über White Rabbit, weil halt jeder weiß, was damit gemeint ist, weil Hasen war jetzt zumindest in der letzten QR-Code war kein Hase mehr drin, ja, also das kann man schon sagen, aber wie gesagt, wir kommen ein bisschen zurück zu dem Match, ich glaube, wenn das passiert, dann da, weil Karrion Kross, glaube ich, schon ein Bestandteil davon sein könnte und dann würdest du gleichzeitig das Problem lösen, er muss gar nicht Contender sein, er muss nicht in der Luft hängen danach. Du könntest die Story weitererzählen, dann könnte McIntyre erstmal versuchen, da was zu machen, oder McIntyre pausiert dann wirklich mal. Also, wir hatten ja ein bisschen spekuliert, ne? Bei Clash gab es ja diese Rückengeschichten, da hat er ja ein paar Ausschüsse auch ausgesetzt. Könnte sein, dass er jetzt einfach nur noch drin ist, um diese Story halt, ja, aufzukicken, ja, um mal so zu sagen. Ja, man hat ja die Tage jetzt auch immer mal wieder, also ich habe es gelesen bei Twitter, dass er ja scheinbar auch verletzt sein soll. Also, ich halte auch eine Pause dann danach nicht für unwahrscheinlich und ich glaube, es wäre auch die richtige Entscheidung. Genau, ich glaube auch generell tut einem Drew McIntyre eine Pause auch mal ganz gut. Ja. Vor allem den Charakter. Ja. Genau, ja, vor allem den Charakter. Und dann bringe ich zum Rumble wieder zurück. Das ist das Geilste, was du machen kannst. Zack. Ja. Wenn wir alle schon zum Rumble zurückbringen wollen, das wird sehr interessant, dieser Rumble. Wir haben nur 30 Spots, verdammt. Also mir fällt da noch so ein Cena ein, mir fällt da noch so ein Cody ein, mir fallen da noch ein Randy ein. Also da gibt es schon noch ein paar, die man da bringen könnte. Bei den Frauen haben wir auch noch ein paar. Also bin gespannt. Also wahrscheinlich kriegen wir New Comebacks, die da reinkommen. Einer nach anderen. Mal schauen. Im Ein Comeback, was ich nicht sehe, ist beim nächsten Match, ja, weil da wird keiner eingreifen können, denn wir sehen einen Special Guest Referee, Daniel Cormier, ja, UFC-Fighter,
legiter Name im UFC-Ding, den hat man jetzt hinzugefügt, kurzfristig, auch erstmal bei Twitter und dann gestern noch in der Show hat es einen Einspieler gegeben dazu. Ist, glaube ich, schon ein Name, der bekannt ist, ne? MMA und ein bisschen drüber hinaus. UFC dürfen wir nicht unterschätzen, ist in den Staaten UFC relativ Hall of Famer, wohlgemerkt, ne? Hall of Famer ist relativ populär, ja? Ja. In den Staaten, bei uns, ja, musst du es halt ein bisschen mehr verfolgen, das ist immer das Problem mit UFC, aber ist schon ein Name, der da reinpasst, denn wir sind natürlich im Fight-Bit-Match. Ne? Und wir haben gestern auch einen coolen Clip gesehen. Hat mich sehr an Hell in a Cell erinnert, wo man die Hell in a Cell-Structure erklärt hat. Per, wie hast du es aufgenommen? Ne? Fight-Bit jetzt endlich mal für die Masse auch erklärt, was das überhaupt ist. Mhm, fand ich sehr geil auch, dass unser guter alter Freund Timothy Thatcher da häufig zu sehen war im Fight-Bit-Match. Und finde ich gut, dass man das nochmal erklärt hat, weil ich war auch noch so ganz am Anfang, als das Match bekannt gegeben wurde, war ich so, was war nochmal Fight Pit? Und dann habe ich mich dran erinnert, ach ja, NXT, Ciampa und Thatcher, die hatten ja mal dieses Match da, stimmt. Und das war ein richtig geiles Ding. Also was die da auch gemacht haben, oben drauf geklettert sind, sich da weiter geboxt haben, das war eine coole Sache, auch für damals Pandemieverhältnisse, da hattest keine Zuschauer und die haben sich da einfach nur aufs Maul gegeben und das ist dann für mich auch die richtige Stipulation für Riddle und Rollins, um diese Fehler dann auch zu beenden und gipfeln zu lassen in so einem Match, weil es auch aus der Story-Sicht Sinn macht. Die haben sich die letzten Wochen nur gebrawlt durch die Straßen, durch das Stadion. Da macht es Sinn, so ein Fight-Bit-Match zu machen, wo nur die beiden drin sind und keiner eingreifen kann und nur die beiden sich auf die Fresse hauen können. Und auch dieses Video fand ich sehr, sehr geil. Also, dass man das erklärt hat, hat auch direkt bedrohlich gewirkt, das Fight-Bit. Ja, das könnte ich gut, ne? Also solche Sachen inszenieren, das machen sie wieder gut. Ich finde es auch gut, dass man wieder solche Clips macht. Ja, also hat man lange Zeit nicht getan. Das Geile ist ja, das Ding hat ja auch keine Tür, ne? Die kommen ja von oben auf diese Plattform drauf, ne? Ja, wollte ich gerade drauf hinaus. Es wird ja ein bisschen anders sein, offensichtlich, wie es bei NXT war. Bei NXT war es ja quasi eh auf dem Boden. Ja, da war es ja wirklich ein Loch, also ein Pit. In dem Fall sieht es so aus, wenn man mal diese Strichgrafik nimmt, dass es wohl auf dem Ring aufgesetzt wird, also ähnlich wie ein Cage. Ja, aber du hast halt oben diese Balustrade drumherum. Also da kann halt keiner rein oder raus. Das ist halt in dem Fall wirklich so. Das heißt, wir kriegen hier offensichtlich wohl keine Eingriffe. Ja, und dann hast du mit den Guest-Referee natürlich auch noch einen, der sich auch wehren könnte im Zweifelsfall. Da gut, einen zähligen Spot machen. Das heißt, Eingriffe wie beim normalen Cage-Match werden wir nicht sehen, aber wir werden wahrscheinlich ein paar innovative Sachen sehen im Main-Programm. Wie gesagt, ich habe es bei NXT zum Beispiel nicht verfolgt, deswegen war mir das auch nicht gleich klar, was das überhaupt ist. Raik, wir haben eine coole Konstruktion, ja, die mal anders ist. Man hat ein cooles Match, eine Ansetzung, die man ja ein bisschen pausiert hatte für SummerSlam. Dann hat man es bei Clash gemacht. War von Stimmung jetzt eher so ein bisschen. Riddle sah nicht ganz so gut aus. Ist ja da durchgetickt. Was kriegen wir am Samstag bei diesem Fight-Bit-Ding? Die werden sich auf die Fresse hauen. Die haben ja jetzt auch in den letzten 2-3 Wochen bei Raw so viel Intensivität in diese Fehde reingebracht durch die ganzen Sachen, die Rollins über und Riddle, Familie. Kinder, ja. Familie und alles, da haben die so viel Intensität reingebracht, die werden sich da sowas von aufs Maul hauen in diesem Ding. Es wird für mich der Main Event werden. Um es gleich mal vorwegzunehmen. Kommen wir gleich nochmal zu, warum macht man das Match am besten? Wie gesagt, eine Structure, die man da auf dem Ring aufsetzt, ist offensichtlich, braucht ein bisschen Setup-Zeit, könnte auch der Opener sein. Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Der Aufbau. Ja, es ist nochmal aufgewärmt, sagen wir es mal so. Also das mit der Familie hat man vorher schon gemacht. Gestern das McMahon bei Raw. Im Ring nochmal dieses Face-to-Face, die durften sich ja nicht anfassen. Okay, ja. Das hat man ganz clever gelöst. Es waren 10 Minuten wirklich Entertainment. Die Promos waren von beiden Seiten gut. Das hat wieder funktioniert für mich. Generell mit Riddle einer, den ich sehr gern sehe. Ja, auch weil er jetzt ja eine leichte Gimmick-Anpassung hatte Richtung ein bisschen mehr Shooter, wieder ein bisschen mehr MMAler. Wurde ja honoriert von Daniel Cormier in diesem Clip. Ja, gesagt, dich respektiere ich, aber eigentlich ist Cormier ja Seth Rollins-Fan, hat Seth Rollins zumindest behauptet. Er könnte natürlich so in einer Waage sein, Per. Spielt der eine Rolle oder rafft er das einfach durch? Ich hoffe, dass der keine Rolle im Ausgang des Matches spielt und das einfach durchrafft, weil es halt zum Gimmick passt. Ne? Wir haben Fight Pit, wir haben einen UFC-Fighter mit Matt Riddle. Das passt halt dann dazu und ich denke, dass er das durchrafft und die beiden sich ordentlich auf die Fresse hauen dürfen. Und weil es eben halt eine UFC-Stipulation ist, würde ich schon denken, dass ein Matt Riddle am Ende dieses Match gewinnt. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir Seth Rollins, der gewonnen hat. Ja. Ich hoffe, dass Matt Riddle das gewinnt. Doch eine Niederlage. Ich sehe Reich schon, schüttel den Kopf. Ja? Sehe ich nicht. Ich sehe, wir hatten jetzt Rollins in den letzten, also jetzt bis zum letzten Pay-Per-View, davor,
hat verloren. Hat nie ein Standing verloren. Und jetzt wird es genau umgekehrt werden. Er wird gewinnen. Bis Cody wiederkommt. Genau so ist es. Ja? Und dann wird er wieder bei Cody. Und dann kommt dieser Knackpunkt, wo der Cody kommt. Und dann, ne? Aber ich bin der Meinung, Rollins gewinnt das Ding. Wie jetzt auch immer, durch Knockout, durch Submission, wie auch immer. Und ich gehe schon von aus, dass da der Referee eine entscheidende Rolle dran spielen wird. Ja, Hauptsache, die haben keine Schuhe an. Hat Riddle eh nicht, aber ja. Naja, man muss gucken, also Follow-Up-Stories, redet man da ein bisschen drüber, ne? Matt Riddle? Gibt einen Namen, der schwebt immer noch im Raum, das ist Randy Orton. Ich glaube, das könnte eine Story für ihn sein, da kann man ihn unterbringen. Seth Rollins habe ich vorhin ja mal mit Judgment Day in Verbindung gebracht. Warum habe ich das gemacht? Oi, Crown Jewels, da war da mal Hell in a Cell, Edge gegen Seth Rollins. Kriegen wir das nochmal? Hat da ganz gut funktioniert damals. War gar kein schlechtes Match. Also das könnte man wiederholen bei Crown Jewels. Dann könnte man Rollins wirklich in diese Story mit einbinden. Aber ich sehe es halt nicht bei diesem Match, weil durch diese Cage-Geschichte, da kann keiner rein. Also da muss man schon wirklich sehr kreativ sein. Also da muss schon wirklich das Licht ausgehen und irgendeiner steht auf einmal im Ring, kommt durch die Matte. Das könnte der Grund sein, warum Ring drunter ist diesmal. Ja, aber ich will es ehrlich gesagt nicht sehen. Also bringt das jetzt zu Ende. Die Fehde ist quasi auserzählt. Ich sehe übrigens auch Seth Rollins in der Siegerrolle. Einfach, weil es für ihn mehr Sinn macht und für Riddle, ne? Der könnte wieder ein bisschen austicken und scheitert daran wieder. Irgendwann kommt Randy zurück. Ah, Freundennummer. Und dann gibt es da einen Split oder einen Turn von einem von beiden. Riddle in Heel-Turn. Bleibe ich dabei. Er muss derjenige sein, der gegen den Face-Randy dann geht. Ich glaube, das wäre ein sinnvolles Follow-up und das könnte man dann Richtung Crown Jewel Survivor Series dann ja auch entsprechend platzieren bei einem größeren Pay-Per-View. Das ist jetzt quasi ein Rematch mit Stipulation, um die Story zu Ende bringen. Jetzt ein 1-1 zu bringen, wäre schon sehr komisch, weil das würde heißen, die müssen noch ein Match machen. Und nochmal eins drüber über einen Fight-Pit von der Stipulation her sehe ich nicht kommen. Also was soll das sein? Nee, ja. Sehe ich auch nicht. Ja. Aber also im Chat wurde vorhin noch der Name Brock Lesnar reingeschmissen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Name, vor allem auch weil er Crown Jewels ist, den man eventuell was in ein Match mit einbringt. Der Saudi Pay-Per-View. Jetzt unterbrich mich nicht, Kind. Das lässt genau das, was der Beaver gerade im Chat schreibt. Der Beaver schreibt, Lesnar gegen Cormier wäre Money. Ja, aber wie kriegst du den rein? Ja, also. Ja, die haben mit Lesnar schon die wildesten Sachen gemacht. Ich werf mal einen Riddle rein. Also da gab es mal Backstage-Beef zwischen den beiden. Ja, ja? Also zum Beispiel, Beef zwischen Lesnar und Riddle. Und Heel Riddle gegen den Face Lesnar? Why not? Ja, also könnte ich mir gut vorstellen. Also Lesnar, glaube ich, können wir erwarten Richtung Crown Jewel. Sehe ich den. Ich glaube, da wird genug Geld fließen, dass der da sein wird. Das heißt, der wird jetzt irgendwann wieder ins Programm. Und man muss es ja nicht alles beim Pay-Per-View machen. Ich glaube, da kannst du dann auch bei Raw was bringen. Richtung Follow-Up, es ist die Season-Premiere, da könnte man auch einen Lesnar zurückbringen. Also auch das sehe ich dann kommen. Also Lesnar gegen Riddle könnte ich mir auch vorstellen, dass man das macht in die Richtung. Vielleicht mit den Cormier nochmal in irgendeiner Verbindung, ja, weil MMAler, UFC Vergangenheit von beiden, da kann man schon ein bisschen was spielen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Lass uns doch mal kurz klären. Machen wir das Match jetzt am Anfang oder am Ende? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ringseile ab oder Ringseile dran? Was geht schneller, Rick? Ist eigentlich egal, das geht gleich schnell. Ja, die Seile musste spannen, ne? Aber es kriegt die hin. Aber sind denn keine Ringseile? Ist das so, dass da keine Ringseile? Also es gibt ja diese Strichzeichnung nur, da sind keine Ringseile drin. Also das ist wirklich quasi, die setzen diesen Käfig. Waren drauf. Auf jeden Fall keine Ringseile drin. Die setzen diesen Käfig quasi über den Ringpfosten rüber, ähnlich wie einen normalen Cage. So habe ich es verstanden jetzt anhand der Zeit. Dann wird es der Main Event. Glaube ich auch, ja. Weil man da was machen wird und wenn Lesnar wirklich eine Rolle spielt, dann muss es der Main Event sein, in meinen Augen. Das kommt mir gerade als Idee, Main Event und davor machen sie das Judgment Day Match, wo die irgendwie in dem Equip Match, wo die auch gleichzeitig in dem Match mit allen Mann die Seile rausreißen, irgendwie. Dass er das Story kann auch sein. Machen. Ja. Ja. Oder Donnybrook Match, irgendwie sowas. Einfach abreißen. Ja, genau. Ja, wäre schon lustig. Also ich sehe das auch vom Name-Value her, sehe ich es im Main-Event. Selbst wenn Lesnar nicht kommen würde. Ja, ist ja klar, im Main-Event sehe ich auch so. Per, du auch? Dein Main-Event? Ja, Main-Event würde ich auch sagen. Das ist der größte, das größte Match von den Namen her, was da drin ist. Plus ein Shoot-Fight,
geworkten Shootfight, ja, im Opener zu bringen, ist jetzt auch nichts, womit du eine Halle normalerweise abholst. Also das sehe ich nicht kommen an der Stelle. Ich glaube, das wird am Ende stattfinden. Zwischenreihen sehe ich es auch nicht, dafür ist es zu groß, meine Meinung. Also die Stipulation ist neu. Ich bin ja generell mal gespannt, wie diese Stipulation überhaupt ankommt, ne? Weil, wie gesagt, bei NXT hast du damals keine Zuschauer in der Halle. Du konntest gerade bei der Produktion des Matches sehr viel auf Submissions sich fokussieren. Die haben sehr viel Groundholding gemacht. Das war wirklich Bodenkampf, was die da gemacht haben. Könnte auch von der Stipulation schwierig werden bei einem großen Publikum. Ja, doch, könnte schon sein, weil das war schon damals also ziemlich real. Wir haben Riddle auch schon gesehen, ne? In Deutschland, wo er Shootfights gemacht hat. Das hat schon funktioniert. Frag mal bei Mac. Okay. Ja, also ich glaube, Riddle wird versuchen, diesen Shootfight halt zu gehen. Und die werden die Story spielen, dass Rollins halt versucht, irgendwie mit normalem Wrestling erstmal zum Anfang durchzukommen. Ich mag nur Sports Entertainment. Ja, also ich meine, Cormier könnt ihr auch mal wegschauen als Rollins-Fan, ne? Also zum Beispiel. Ja, mal gucken. Naja, mal schauen. Also das Match, glaube ich, wie gesagt, für mich der gefühlte Main Event, auch vom Name-Value her. Ja. Plus, man könnte, wie gesagt, Judgment Day sogar einbinden. Also wenn Seth Rollins wirklich damit was zu tun hat, dann könntest du sogar einen Wyatt bringen am Ende, in irgendeiner Art. Weißt du, also da sind schon ein paar Sachen, die da offen sind. Da steckt mehr drin, als wir glauben, weil der Aufbau halt, es ist ein Rematch. So, man hat jetzt nicht viel mehr gemacht als davor auch. Das ist aber trotzdem noch heiß. Aber dann muss auch Schluss sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Riddle gegen Seth muss dann durch sein an der Stelle. Haben wir noch zwei Frauenmatches. Und die kommen deswegen am Ende, weil es die einzigen Titelmatches sind, ja, an diesem Abend. Nehme ich einmal der Raw Women's Championship. Ja, und da kriegen wir Bianca Belair gegen Bayley in dem Leather-Match. Erste Leather-Match, Titel-Leather-Match der Frauen überhaupt, ja, bei WWE. First time ever. Ich glaube, die Nummer wird man noch ein bisschen spielen. Bin ich mir ziemlich sicher. Mit Belair, aktuelle Titelträgerin, die ja wieder mal nach ihrem starken Mania-Auftritt ein bisschen wieder, an Standing verliert, ja, kann man sagen. Interessant geworden wieder. Kann man so aber auf der anderen Seite haben wir halt eine Bayley, ja, die mit der Mensch auch nicht so. Ja, das ist auch nicht so. Also, wo wir die SummerSlam geguckt hatten, damals, wo sie wieder kam, da hatte ich die Woche gesagt, geil, jetzt kommt die Bayley wieder. Aber die hat so richtig mit diesem, ich nenne es mal Gimmick, was sie jetzt hat und mit den anderen beiden da zusammen, das hat bei mir nie richtig gezündet, das Ding. Das ist nicht Bayley so, wie ich Bayley sehen will. Das zündet nicht und Belair zündet momentan auch nicht. Deswegen eigentlich. Ich werfe mal einen Satz rein. Ich persönlich nicht brauche. Den wir vorhin schon getroppt haben, ne? Du brauchst so einen guten Heel, auch einen guten Face. Also ich würde es gar nicht an Bayley festmachen oder an einer Damage Control Geschichte, sondern ich würde es eher daran festmachen, dass Bianca Belair als Face nicht so gut funktioniert wie eine Becky. Ja, das kann auch sein, ja. Und ich glaube, Becky war ja ursprünglich mal geplant, dann kam die Verletzung, deswegen war das ein bisschen verwaschen, die ganze Story. Du hast halt nie die Gegenspieler richtig gehabt. Du hast dann mit Asuka und Alexa Bliss so ein bisschen Alibi-mäßig diese Stable-Geschichte gespielt. Das war, eher so semi. Ja. Das Problem ist, es deutet ja auch viel darauf hin, dass wir das vielleicht auch nochmal bei der Survivor Series sehen werden, das Ganze. Könnte ein Frauen-Wargames-Match werden. Ne? Gibt ja noch ein paar andere. Lass uns da mal drüber sprechen, bevor Per hier was zu sagt. Jetzt hat man Asuka ja storytechnisch bei Raw verletzt. Alexa Bliss hat die Leiter abgekriegt. Hat man die rausgepuckt und Platz gemacht für zwei andere Namen, die dann vielleicht eingreifen könnten auf Biancas Seite? Also reden wir über Eingriff? Ich glaube ja, oder? Ja, aber wer soll denn das sein? Das ist die Frage. Baomi und Sascha Nengs. Ja. Weiß nicht, glaube ich. Ja. Boah. Boah, da gucke ich nie wieder WWE. Boah, jetzt hör auf. Aber man hat gesagt, man könnte die Story spielen. Wir haben in der Review auch gesagt, man hätte es ein bisschen deutlicher machen können, wenn das wirklich ein Story-Element sein soll, dass dass Bianca Belair alleine dasteht, weil die anderen beiden halt verletzt sind. Und auf der anderen Seite steht der Damage Control. Die haben kein Match. Also die könnten da durchaus mit rumspringen. Es ist ein netter Match, alles ist möglich. Ja, machen wir damit. Ich glaube, am Ende geht man dann doch eher den unkreativen Weg und Alexa Bliss und Asuka kommen dann doch irgendwie ins Match rein, auch wenn man sie jetzt vielleicht ein bisschen verletzt rausgeschrieben hat, aber da kriegst du dann auch wieder so den Face-Up, oh, die war doch nur verletzt in der letzten Show, kommt jetzt raus, geil. Dann kloppen die sich da, dann können Bianca und Bayley halt ein bisschen Solo-Catch machen. Ist für mich aber auch ein Contender für den Opener. Ladder-Matches generell, für mich immer ein Contender für den Opener, zündet für mich immer.
Plus wir haben zwei Frauentitel-Matches. Ja. Genau, zwei Frauentitel-Matches, ja. Würde ich ganz gerne ganz vorne sehen. Liebe Grüße auch an den Perkix WWE, der gerade bei uns hier im Chat kursiert. Ja, der schreibt, du hast Erde am Kinn. Ich weiß nicht, was er meint. Ach so, oh, naja. Ladder Match. Stipulation geht immer, oder? Also Ladder Matches gab es viele gute. Das erste Ladder Match, was bei WWE im Pay-Per-View Crossplay stattgefunden hat, war damals Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Wir wissen, was da rausgekommen ist. WrestleMania 10 war ein absoluter Banger damals. Ich glaube, wir können was Ähnliches erwarten, wrestlerisch, an der Stelle von den Frauen. Ja. Ich glaube, die werden raushauen. Es gibt ja sogar die Connection. Ne? Es gab ja Hell in a Cell, da war eine Leiter im Spiel. Das greift man ein bisschen auf an der Stelle. Plus diese Heel-Face-Geschichte. Also Bayley würde ich ja gar nicht so viel negativ zuschreiben, im Sinne von, dass der Aufbau nicht so ganz heiß ist. Ich glaube, das liegt, wie gesagt, eher an Bianca, die nicht so richtig funktioniert. Aber ich sehe hier einfach einen Titelwechsel kommen. Also alles andere wäre Quatsch. Bayley muss eigentlich auch Gold holen. Ja, du hattest dieses Visual am Ende von Raw, das war, glaube ich, bewusst platziert, dass alle drei mit Titel dastehen. Ja, also du kannst du bloß Bayley jetzt den Titel geben. Ob das jetzt bei Extreme Rules sein wird oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. Weil was wird dann passieren als nächstes? Becky Lynch wird zurückkommen und wird dann gegen Bayley gehen. Das wird dann der nächste Weg sein. Was auch Sinn macht, weil Becky ja quasi einen Faceturn hingelegt hat, ne? Mit ihrer Verletzung. Also da war ja das Match beim SummerSlam. Beim SummerSlam war sie ja auf der Seite von Bel Air. Ja, das sehe ich auch kommen. Ich glaube auch nicht an Naomi und Sasha Banks an der Stelle. Ich glaube auch, dass es Becky sein wird. Vielleicht Charlotte sogar, ne? Dass man da was macht. Die könnte ja auch mal irgendwann zurückkommen. Das kann ich mir vorstellen. Glaubt ihr einen Titelwechsel? Ja. Ich sehe hier Titel. Ich sehe hier einen Titelwechsel. Einfach deswegen, weil Bayley jetzt das Match verlieren zu lassen, da musst du schon sehr kreativ sein, dass das glaubhaft rüberkommt. Und das Stable nicht komplett schon durch ist. Also da ist man gerade auf einem leider nicht guten Weg mit diesem Damage-Control-Ding. Also man hat die beiden nicht platziert gekriegt bisher. Trotz Titel, man stellt sie ein bisschen wie Geeks dar. Reaktion kriegt Dakota Kai zum Beispiel gar keine. Ich glaube, Bayley braucht diesen Titel. Ja, also wenn dieses Damage-Control-Ding weitergehen soll, dann muss sie den kriegen. Oder man macht dann einen Strich drunter, ne? Die verliert es und die spittet sich wieder. Dann war es aber auch ein sehr, sehr kurzer Run, die reinzubringen. Also das würde ich nicht nehmen an der Stelle. Bayley muss das Ding für mich gewinnen, ganz klar. Bianca, wie gesagt, hat gerade schon mal gesagt, hat für mich wieder nicht funktioniert. Ja? Wieder ein tolles Match gemacht. Ich glaube, das hat aber auch viel mit Becky Lynch zu tun an der Stelle. Wenn die rausfällt, tut sich Bianca schwer. Promos, Contract Signing bei Raw geschenkt. Also der ganze Aufbau, muss ich sagen, ist ein bisschen holprig gewesen, weil die Rollen verkehrt sind. Ja, also eine Bianca kommt als Titelträgerin, will quasi ein Match auf einmal gegen Bayley, weil sie gepinnt wurde. Okay, das verstehe ich noch. Dann kommt Bayley aber, sagt, juhu, okay, aber ich habe ja meine Leute dabei. Dann sagt Bianca wieder, nee, will ich aber nicht. Wir brauchen eine Stipulation, wo die nicht dabei sind. Und dann macht man ein Ladder-Match. Ja, also habe ich nicht ganz so gefressen. Auch hier, man braucht da halt noch eine Stipulation, die man nicht schon hat. Ein Ladder-Match ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Wie gesagt, rein für das Match, das wird funktionieren, ja. Da bin ich mir sicher. Aber ich sehe hier wirklich einfach Bayley. Die muss am Ende auf der Leiter sitzen mit dem Gürtel, so wie man es bei Raw auch gemacht hat. Und die anderen beiden drumherum. Im Chat kam gerade noch, Io Sky kann ja schön im Moonsault springen von der Leiter. Ja, irgend so einen Spot wird man bringen. Ich glaube auch, wie Per schon gesagt hat, das wird der Opener sein. Das würde mich wundern, wenn man es macht. Da so eine, also ja, grundsätzlich bin ich auch dafür, dass das der Opener ist. Wenn sie es aber nicht als Opener machen, sondern als Main Event, also es gibt bloß das Match, kannst du bloß Opener oder Main Event machen, was anderes kannst du mit dem Match nicht machen. Wenn das der Main Event werden sollte, wissen wir genau, dass genau in diesem Main Event noch was Großes passieren wird, Richtung Charlotte, Becky Lynch und im Opener, glaube ich, machen sie es nicht. Im Opener machen sie es, glaube ich, nicht. Aber wenn sie es im Main Event stecken, dann machen sie es auf jeden Fall. Also ich glaube, als Beispiel, wenn da auf einmal die Musik von Becky Lynch ertönt, da fliegt die Hütte auseinander. Ja, Follow-up für die beiden. Wie hat er bei R? Heel-Turn, Haare ab. Und los mit Montez Ford. Der ist jetzt verletzt leider, aber da hat man den Split ja auch schon ein bisschen geteased mit Dawkins. So als Power-Couple, ne? Warum denn nicht? Brauchst halt die Gegenspieler. Seth Rollins und Becky könnten das sein, aber das spricht dann gegen den Face, gegen den Heel-Turn, also den richtigen Heel. Seth Rollins müssen wir mal schauen. Ich glaube, Bayley braucht dann eine neue Gegnerin. Das könnte eben, wie gesagt, eine Becky sein, das könnte eine Charlotte sein. Muss man mal schauen, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, da sind schon ein paar Sachen da, ja. Ja, okay, ich eigentlich auch mit. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Match. Oder? Haben wir noch eins? Da bin ich mir sicher, das wird nicht der Main Event. Ja, das war das erste Match, was feststand. Deswegen steht das in der Liste, glaube ich, ganz oben. Das ist das SmackDown Women's Title Match. Wir sehen eine sehr extreme Liv morgen. Ja.
gegen eine auf einmal funktionierende Ronda Rousey. Ja, seit die Heel geturnt ist, kriegt ihr auf einmal Reaktion und lustigerweise Face-Reaktion. Auch hier Heel-Face-Dynamik sehr, sehr verwaschen, weil Liv Morgan nicht funktioniert, oder, Per? Ja, sie ist ja ein bisschen extremer geworden in den letzten Wochen. Ne? Auch ihr Charakter hat man versucht, ein bisschen extremer in Anführungsstrichen vielleicht doch darzustellen. Er hat dann ein bisschen mehr Interesse bei mir geweckt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube auch, die Stipulation ist gut gewählt, weil man dann die wrestlerischen Defizite von Liv auch ein bisschen umgehen kann. Ja, haben wir schon gesehen. Ich würde hier Ronda mit reinnehmen, ja? Also wrestlerische Defizite. Ja, nehmen sie beide nicht so viel. Und da kann man mal reinnehmen, dass die werden sich da wahrscheinlich. Ist ein Extremos-Match. Ja, werden sich ja ordentlich da einfach mit Gegenständen kloppen und am Ende. Da glaube ich schon, dass Ronda wieder den Titel gewinnen wird. Oder was meint ihr? Weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man aufgrund der Reaktion, die man gerade hat, einen Double-Turn versuchen könnte. Ja, bei diesem Match. Dass man versuchen könnte, Liv auf die Heel-Seite zu ziehen und Ronda, die jetzt auf einmal Face-Reaktion kriegt, ja, als Face wieder zu platzieren, aber nicht so offensichtlich als Grinse-Face, so wie man es gemacht hat, Reik, sondern jetzt eher so als Edgy-Face, ne? Weil die sich jetzt einfach gegen diese Liv stellt, die dann auf einmal abdreht. Das ist die Story, glaube ich, die man uns gerade so ein bisschen anteast. Ja. Ne? Also das ist auch der Grund, warum Liv so ein bisschen heelisch daherkommt. Aber ich kaufe dir das nicht ab, dass dieses heelische, dieses Extreme, was er jetzt für sich entdeckt hat, sag ich mal, ich kaufe dir das nicht ab. Wenn ich das sehe, kann ich das nicht ernst nehmen. Ich meine, das Gute ist jetzt, es ist ein Extreme Rules Match. Es wird schon ein vernünftiges Match werden, davon gehe ich aus. Die werden da schon sich frisch auf die Schnauze hauen. Und deswegen wird das schon in Ordnung sein, das Match. Aber ich kann der dieses, die extreme Richtung, nehme ich dir nicht ab. Ich hoffe wirklich, dass Ronda dir den Titel gewinnt. Und hier kannst du es genauso machen, dass danach noch jemand rauskommt und. Mhm. Wir hatten eine Tease. Wir hatten eine Tease in der Show, ist schon wieder ein bisschen untergegangen. Wir hatten Shayna. Ja, die hatte dann das Match, dann war sie wieder weg. Aber es gab ein Backstage-Check mit Ronda und Shayna. Ja, und die haben ja zusammen trainiert und man hat das kurz mal geteased. Ja, da war ja die Ansage, yo, wir werden SmackDown zusammen übernehmen, so sinngemäß. Eine Shayna Baszler für Ronda Rousey, die dann einfach zum Sieg verhilft, weil Liv abdreht. Die Richtung könnte man es drehen. Ja, und dann hast du Shayna auch direkt mitgeturnt und hättest dann wieder Platz für eine Charlotte, die vielleicht das Heel wiederkommt bei West McDonald. Ja. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe hier aber noch keinen Titelwechsel. Leider, muss ich sagen. Also vielleicht auch gut so, weil Ronda hat auch nicht so richtig funktioniert, ihr jetzt direkt wieder einen Titel zu geben. Dann lass die mal chasen. Ja, also wenn die wirklich einen Turn machen mit Liv, die ein bisschen extrem und ein bisschen heelischer darstellen, dann lass ihr den Titel noch. Dann kann sie mit Cheap Shots arbeiten. Ja. Das kommt ihr entgegen, glaube ich, weil beide sind nicht in der Lage, ein gutes Match zu führen, ein normales Singles-Match. Das sehe ich nicht. Die brauchen Gegner, die das können. Eine Charlotte könnte so eine sein, aber eine Charlotte kannst du auch aus Face wiederbringen beispielsweise und die gegen Liv Morgan Heel gehen lassen. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Ich glaube, der Titel bleibt da, wo er ist. Ich glaube, dass wir einen Titelwechsel kriegen bei Bayley und den wird man nicht schmälern wollen mit dem Titelwechsel zu Ronda. Das sehe ich nicht, Per. Ja, weiß ich nicht. Finde ich eine sehr interessante Sache. Also ich glaube, das ist so die am schwierigsten zu predikten Matches auf der Card. Am schwierigsten zu tippenden Matches. Ja. Was aber halt klar ist, also Ronda gegen Liv ist für mich das uninteressanteste Match, glaube ich, auf der gesamten Card. Ja, aber das, was durchaus sehr gefeatured war. Also es war das Erste, was feststand. Das war das Erste, was man aufbaut. Ronda Rousey, unterschätzen wir auch immer so ein bisschen, ist schon ein Name. Ja, also die hat auch Social Media Reichweiten, da träumen Wrestler von. Darf man nicht ganz vergessen, es ist schon eine große Nummer für Liv, einmal mehr. Deswegen glaube ich, dass man Liv hier overgehen lässt am Ende. Also im Sinne von, man macht irgendwas. Entweder man spielt die Babyface-Nummer, die wird wirklich extrem und gewinnt das Ding dann Underdog-mäßig. Ich glaube, das hat man aber schon ein bisschen begraben, weil es nicht funktioniert so richtig. Man will ihr eine Kante geben, ja, eine klare. Und das muss man schaffen mit diesem Match. Ob das jetzt ein Turn ist oder nicht, aber als Face wird es, glaube ich, schwieriger. Das erwarte ich von diesem Match. Also, da ist schon ein bisschen was drin. Also uninteressant würde ich nicht sagen. Die Ansetzung an sich ist jetzt nicht die allergeilste. Aber auch hier, Follow-up ist ja da. Also wenn du Shayna mit einbringst, wenn du vielleicht wirklich eine Charlotte bringst, dann hast du Möglichkeiten, was zu machen bei SmackDown. Was,
Was cool war, war ja der Spot hier vom Top Rope durch den Tisch von Liv Morgan. Den fand ich schon ganz cool, dass du den da genommen hast. Ja, von dem Ringpfosten. Ja, vom Ringpfosten, genau. Durch den Tisch, den fand ich schon beeindruckend. Also hätte ich ihr jetzt nicht so zugetraut. Ja, ich glaube, Extreme Rules, ne, da werden wir genau das kriegen. Candlesticks, Stühle, Tische, das werden wir genau da haben. Leitern wahrscheinlich nicht, weil wir ein Leitermatch haben, aber das sehe ich da schon kommen. Also das alles andere würde mich wundern. Für mich aber auch kein Match, weder Main Event noch Opener, das ist irgendwas zwischendrin. Gerade weil wir zwei Frauen-Matches haben. Und damit sind wir bei der finalen Card. Also wie gesagt, ich glaube, Fight Pit wird Main Event sein. Ladder Match wird der Opener sein. Und dazwischen wird man es gut verteilen. Donnybrook irgendwie auf zwei, sowas um den Dreh. Ne? Ein bisschen Spaß-Catch. Drew McIntyre dann irgendwo zwischendrin, ja, um das abzukühlen. Und dann hinten raus wahrscheinlich noch dann Edge gegen Finn. Einfach weil Judgment Day wichtig ist, da würde ich irgendwie dazwischen gehen und eben das Liv Morgan Match noch zwischendrin, ähnlich wie bei Clash auch. Ich glaube, da können wir relativ sicher von ausgehen, Per, oder? Dass das so laufen könnte. Gehe ich mit. Ich kann nochmal sagen, das, was ich am Anfang hier schon gesagt habe, ich finde es geil, dass jedes Match eine Stipulation hat. Das wertet für mich diesen Pay-Per-View einfach nochmal auf. Extreme Rules ist das, was ich sehen will und ist halt einfach wieder eine kleine Schraube, an der Triple H gedreht hat. Und wenn er das so weiterführt, dann gehe ich da echt positiv in die Zukunft, wenn er das bei Clash of the Champions noch so macht. Finde ich geil. Ja, Mike, Extreme Rules, Aufbau nicht so, aber Bock auf dem Event. Ja, Aufbau nicht so, aber auf dem Pay-Per-View habe ich Bock. Und vor allem das Schöne ist, es sind halt auch Stipulations dabei, die man dann halt auch nicht so oft sieht. Ne? Das ist halt auch was relativ neu. Also mal für den normalen Mainstream der hat dieses Pitfight-Match oder vorher bei NXT gar nicht mitbekommen. Der sieht das erste Mal. Und für die ist das was Besonderes. Deswegen, go for it. Wird eine gute Show werden, davon gehe ich aus. Aufgrund der Stipulation. Und habe ich Bock drauf. Ich hoffe aber, dass es wirklich auch das Ende von vielen Sachen ist und dass sie wirklich nach Extreme, weil es ist ja im Prinzip fängt ja nach Extreme Rules die neue Saison an, wenn es so ist. Ne? Und da schließen wir den Kreis der Season drin. Jan. Wir haben bei Raw beispielsweise in Gargano gegen Theory Match, was wir da kriegen werden. Wir haben Bobby Lashley gegen Seth Rollins. Das wollte ich noch sagen. Das war auch so ein Ding, wo ich Bauchschmerzen habe. Seth Rollins muss Fight Pit gewinnen. Sonst macht es keinen Sinn, ihn am Montag gegen Bobby Lashley zu stellen. Das sehe ich nicht kommen. Aber ich glaube auch, das wird dann der Startschuss sein für die Endsaison, ja, was dann eben Crown Juice und Survivor Series ist und bitte go for it, ja, also ich glaube, einige Sachen müssen wir jetzt dann auch abhaken. Liv Ronda ist auch so ein Ding, das muss dann durch sein, also das möchte ich nicht nochmal sehen. Es wird dieser Punkt, das Ende von Extreme Rules, sage ich mal so, wird auch der endgültige Schnitt, der endgültige Endpunkt von der Vince McMahon-Ära sein, bin ich der Meinung. Danach wird komplett neu durchgestartet. Mir hat schon einer im Chat geschrieben, mit neuen Titelgürteln, eventuell wieder mit Stage-Dealern, was alles sieht und allen drum und dran. Meine Prediction. Werden sie bei SmackDown noch nicht machen, auch wenn die Season-Reviews ab nächste Woche, ab Raw, neue Stage, neue Gürtel, wird komplett alles neu gemacht. Also wie Rebranding, wenn du so willst. Ich hoffe, ich damit. Rebranding, Season-Premiere, bitte sie an, ne? Hätte ich Bock drauf. Gehe ich mit, ja? Ja. Also Extreme Rules als Schlusspunkt. Ja. Wir dachten, es könnte der Slam gewesen sein. Dann dachten wir, es könnte Clash sein. Und jetzt wird es dann wahrscheinlich Extreme Rules als Auftaktphase für Triple H sein. Wie gesagt, Aufbau sind wir uns einig. Raw war nicht so prall. SmackDown war deutlich besser. Ja. Auch die Bloodline eine große Rolle gespielt. Da vielleicht noch ein Wort dazu. Tag Titles hätte man draufpacken können. Hat man nicht gemacht. Ich glaube, da wird auch was passieren nächste Woche. Man hat generell nur die Frauentitel drauf, kein US-Title, kein IC-Title. Wie gesagt, IC-Title dann bei SmackDown, US-Title am Montag. Hätte der Card aber auch gut getan. Andererseits hättest du da auch wieder noch willkürlicher eine Stipulation draufpacken müssen. Das wollte man eigentlich nicht. Sie haben es halt wahrscheinlich bewusst gemacht, weil halt eben die Midcard-Titel, weil sie was für die Saisoneröffnung auf beiden Shows haben, mussten irgendwas mit Titelmatch und dann du Roman Reigns ja nicht in beiden Shows ein Titelmatch machen kann oder auch in einer, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, aber es war bei beiden da, immerhin. Ja, aber ein Titelmatch würde ja nicht viel Sinn machen. Haben sie halt gesagt, gut, wir machen US-Title und IC in den normalen Weeklies und dafür dann die beiden Weiber-Titel auf dem Hallo, Frauen. Frauen, liebe Frauentitel. Ja. Ja, gut, machen wir einen Deckel drauf von unserer Seite. Für Extremos, das war unsere Prediction, unsere Vorschau, unsere Eindrücke, wo es hingeht. Hype-Level werden wir gleich nochmal abfragen im Chat. Wir werden jetzt nämlich noch mit Leuten sprechen aus der Community, was die davon halten, wie die das sehen.